Oh, schönen guten Abend. Hier schreibt schon gerade jemand Konkurrenz zu Tops 4, da sind wir. Heute mit Tori auf deiner Leitung. Ich rufe sie auch sofort dazu. Ja, sie alle, ich brauche sie nicht vorstellen. Ist das auch Quatsch? So. Bist du? Hallo. Müssen dich alle sehen. Hallo. Müssen wir nochmal übergucken. Ich mache immer so einen berüchtigten Test. Wenn ihr das erste in Chat schreibt, dass das halt funktioniert. Oder ich gucke mal parallel, ob das Bild schon ein bisschen funktioniert. Scheint ein bisschen hackelig, das Bild. Das ist ja hier anscheinend auch noch ist es ein Podcast. Ja, ich sehe mich auch ein bisschen im Stand. Ja. Bisschen hängt alles ein bisschen und viele Frames gehen drüber, aber wir kriegen das hin. Ich glaube, der Ton passt trotzdem. So, hallo. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, du kommst frisch vom Joggen. Du bist so vorbildlich. Moin. Du bist unfassbar vorbildlich. Das ist enorm, was du immer machst. Ja, von nichts kommt nichts. Ja. Auf gut Deutsch. Also, du darfst ja aber theoretisch noch trainieren. Du bist ja einer der wenigen Glücklichen, die in den gerade noch was machen dürfen. Ich sitze ja zu Hause. Ja, Profisport. Ja. Oh. Ich mache zum Anfang immer so einen kleinen Fragebogen. Tut mir leid. Ich sehe gerade, Shanti B ist auch da. Ja, na siehst du. Ja? Ich mache zum Anfang immer so einen kleinen Fragebogen. Das waren einfache Fragen zum Anfang. Und dann werden die Fragen sozusagen immer ein bisschen komplizierter. Also nicht komplizierter, sondern einfach nur gehen nur über dich. Fängt nämlich ganz einfach an. Pass auf. Name. Wichtige Info. viele kennen mich unter Tori, aber ich heiße eigentlich Victoria. Keinen Zweitnamen. Binek ist der Nachname. Gut, man kann auch zum Namen viel sagen, kommt aus Schlesien. Und ja, wie die Biene und CK, sage ich immer, wenn jemand nicht weiß, wie man es buchstabieren soll. Ja, das stimmt. Spitznamen hast du quasi jetzt gerade schon dabei genannt. Ja, gibt's auch, bin ich auch eigentlich strikt, gibt es eigentlich nur den einen. Es gibt zwar noch ganz tolle Freunde, nennen mich manchmal noch ein bisschen anders, aber viele denken ja auch immer, bei Tori ist Vicky. Ja. Aber bei mir nicht. Bist du dagegen, sozusagen? Ja, ich kenne dich, also. Ja, waren meine Eltern auch von Anfang an dagegen. Die haben irgendwie gesagt, ich bin keine Vicky. Nee, also du bist auch eher eine Tori. Also auch abgesehen davon, dass du halt einfach, also dass ich dich so kennengelernt habe, aber ein anderer Name würde auch einfach nicht zu dir passen, meines Erachtens. Ja. Ja, das war der Punkt. Alter? Ja, ich war ja immer das junge Gemüse. Mhm. Bin ich auch nicht mehr. 29. Ja, ich hab schon geguckt, wann du endlich die 3 vorne hast. Nächstes Jahr, ne? März habe ich gesehen. Ja, noch, also nächstes Jahr. Ja, genau. Große Feier, weil Britta hat mir nämlich auch schon geschrieben, wann gibt es endlich die Tori ist Erwachsen-Party? Bei meinen Fragen? Ja, die ist schon lange angekündigt. Eigentlich sollte die stattfinden nach meinem letzten Junioren-Event, weil alle immer meinten, sie haben das Gefühl, ich spiele 20 Jahre Juniorenmeisterschaften. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, ja, nach meinem letzten Junioren-Event gibt es eine Tori ist Erwachsen-Party. Aber die haben wir irgendwie noch nicht gefeiert. Dann musst du irgendwann nachholen. Kannst du dann halt mit deinem 30. zusammenlegen. Aber für mich bist du übrigens auch so ein Kandidat. Du bist für mich ewig 24. Du bist über die 24 nicht hinausgekommen bei mir. Weil wir uns einfach schon so lange kennen. Oh, geil, das liebe ich. Also das ist so, wie alt ist ein Tori? Oh, ne. Also, dass du einfach auch mitgealtert bist, habe ich nicht auf dem Schirm. Geil, aber dann einigen wir uns einfach auf ich 24 und du 28. Das ist doch optimal. Super, nehme ich so. Ist fair. Für immer. Übrigens, meine ganz tolle Schwester hat hier meinen anderen tollen Spitznamen mit reingeschrieben. Okay. Ja, ernst. Toraldo. Toraldo werde ich auch manchmal gerne genannt, weil ich so. Ja, das ist mal entstanden, weil ich so, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil ich so unglaublich elegant manchmal gehen kann. Okay. Nicht.
Und dann wurde mir mal gesagt, du kannst ja nicht in so einen schicken Klamotten wie Ronaldo auf dem Weg zum Freistoß laufen. Okay. Und dann entstand Toraldo. Geil. Gut, Stanzi, du bist jetzt auch dafür da, um ein paar Insider halt einfach in den Chat reinzuhauen. Ja? Ich sehe auch ab und zu. Auf gar keinen Fall, ich wollte schon sagen. Meine, die als, also, brauchst du keine Feinde mehr. Nenn deine Geschwister zugucken. Ich habe vielen Dank auch erstmal für, ich muss mich ab und zu mal bei der Community bedanken. Da sind schon zwei Subs reingekommen. Großartig. Es ist alles auf dem Weg zum neuen Rechner, wenn ihr mir da halt was abonniert. Ganz stark. Ihr seht doch. Ja, Leute, Subs für Melli und ihr neuen Rechner, ey. Hier oben in der Ecke seht ihr auch meinen Spendenbalken. Wenn der voll ist, oder wenigstens, also wenn wir da halb voll sind, dann lege ich los, dann kommt ein neuer. meine nächste Frage ist Größe. Ja, dann können die Kühlakkus mal weg vom Prozessor. Ja, danke. Meine Fresse. Größe. 1,86. 1,86. Was? Ist er nochmal gewachsen? Erstens. Nee, also ich bin auch mal gewachsen in meinem Leben, aber bin tatsächlich sehr spät gewachsen, aber jetzt so in den letzten 7, 8 Jahren, wie alt bin ich, 29, in den letzten 10 Jahren würde ich sagen, bin ich auf gar keinen Fall mehr gewachsen. Ja, okay. 84. 86 ist eine schöne Größe. Seit wann spielst du im Volleyball? Gute Frage. Also ich kann das am Alter vom Volleyball gar nicht so krass benennen. Ich würde sagen, in der Grundschule Hallenvolleyball. Meine Eltern haben halt auch immer gespielt und ich bin dann immer mit in die Halle gegangen. Ja, ich würde sagen Grundschule grob. Okay. Also wie lange bist du denn in die Grundschule gegangen? Das ist bei dir 4. oder 6. Klasse? 4. Okay. Irgendwann, also sagen irgendwas, was vor 10 angefangen. Ja, ja, würde ich schon sagen. Oh. Ich habe noch Leichtathletik halt auch viel gemacht in der Zeit. Oh ja, ja. Also was macht man da so als Kind? Macht man alles, oder? Gleichzeitig ja Mehrkampf. Also ich war auf Mehrkampf, lag mir eigentlich auch. Ich habe bis ich, keine Ahnung, war 12, 13 war, habe ich es parallel gemacht. Aber dann wurde es irgendwann ein bisschen viel mit nach der Schule zum Leichtathletiktraining, vom Leichtathletiktraining zum Volleyballtraining fahren. Das war irgendwie dann doch alles immer ganz schön viel. Dann irgendwann ab einem gewissen Punkt. Aber war ja keine schlechte Entscheidung. Nehmen wir es mal so. Auf jeden Fall. Nee, das stimmt, wobei ich den anderen Weg auch mal gerne gesehen hätte, aber gut. Ja gut, das will man immer, ne? Also, da würde mich auch einiges. Aber kommen wir da gleich dazu, was der Weg gebracht hat. Größter Erfolg. Kannst du größten Erfolg Beachvolleyball und du kannst auch gerne größten Erfolg im Leben benennen. Oh, krass. Größter Erfolg. Ich würde sagen, es sind mehrere. Im Großen und Ganzen war natürlich einfach die Saison 2018 als Ganzes sehr erfolgreich, wo wir uns unter die Top 10 der Welt gespielt haben und uns fürs World Tour Final qualifiziert haben. Im Halbfinale waren auf der World Tour, aber jedem Turnier Top 10 Ergebnis hatten. Deutscher Meister zum grünen Abschluss geworden sind der Saison. Das ist sicherlich auch, der Titel selber, aber auch die ganze Saison bezeichne ich als sehr großen Erfolg. Dann durfte ich ein paar Juniorenmedaillen und Titel sammeln, die auch sehr besonders waren, auf jeden Fall auch. Der Weltmeistertitel U23 mit Isa zusammen, aber auch U19 mit Tine zusammen. Dann haben Jules und ich haben zusammen ein Open in Anapa gewonnen. Das war auf jeden Fall auch sehr besonders, da mal quasi Gold auf der Börse zu holen. Das würde ich so als die größten Erfolge nennen. Ich habe ja quasi die Superlative genommen. Ich will noch den größten. Den einzigen willst du wissen. Den größten.
Der Größte soll noch kommen. Ach so, okay. Okay. Kann ich das auch sagen? Das lasse ich gelten. Das ist eine wirklich kreative Antwort. Ja. Okay. Ja, und im Leben? Und persönlich im Leben. Persönlich. Im Leben. Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist, ich weiß nicht, ob das ein Erfolg ist, aber ich finde es einfach super toll, wie meine Familie zusammenhält. Also wir sind ja 3 Geschwister, wir streiten uns nicht, sondern gehen irgendwie durch dick und dünn und sind sehr ehrlich untereinander. Und den Umgang, den wir miteinander haben, sehe ich auf jeden Fall als, ja, als großen Erfolg und auch, dass ich einfach Freunde und Menschen so um mich rum schätzen kann. Also ich persönlich sehe das, das ist halt irgendwie nichts Materielles, was man messen kann, aber für mich persönlich sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, die ich führe, die sind für mich ein sehr, sehr großer Erfolg. Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Antwort, muss ich sagen. Also so weit gab es hier noch nicht. Also da bin ich direkt ein bisschen gerührt. Ja, sagen, also, ja? Wirklich. Ja, ich muss sagen, ich finde es auch. Ja, wir schließen das jetzt auch ab. Hast du schön gekriegt. Schön. Direkt gecatcht mich. Genau, und da kann ich gar nicht anders weiter als, was ist der schlauste Satz, den du jemals gehört hast? Oh. Also einen auf jeden Fall, den ich mir sehr oft in die Gedanken rufe, ist, dass tatsächlich 90% der Sorgen, die man sich macht, nicht eintreten. Das ist krass. 90%? Ja. Finde ich krass. Ja. Also, wenn man sich mal so drüber nachdenkt, darüber Gedanken macht, worum man sich manchmal vielleicht so Sorgen oder Gedanken macht, dann finde ich irgendwie krass. Und manchmal, wenn man sich zu viele Sorgen macht, dann versuche ich mir das mal ins Gedächtnis zu rufen. Die Frage hättest du mir mal vorher stellen können. Also vor dem größten Erfolg, oder was? Ich mir nochmal schlauere Gedanken dazu machen können. Ja, Entschuldigung. Vor 2 Stunden oder so. Ja. Das nächste Mal, wenn ich da, also das ist ja eigentlich gerade das Schöne, finde ich halt immer zum Anfang stelle ich halt diese Fragen, um halt einfach mal ein bisschen so den persönlichen Einklang reinzufinden in das Ganze, weil das ist schon so, man lernt den Menschen nochmal ein bisschen anders kennen. So. Ja. Bevor wir hier stumpf die Fakten runterrattern. Ja. Nee, du darfst auch die Fragen stellen, alles gut. Ja. Vielleicht werde ich in Zukunft von meinen Interviewpartner noch ein bisschen briefen. Macht ja die öffentliche Presse auch so. wir sind da offen und ehrlich. Nee. Ja, eben. Wir sind auch unter uns. Ich wollte noch kurz zu Spitznamen sagen. Ja, da wollte ich noch kurz was sagen, und zwar, dass ich dich liebend gern Mehl nenne. Und glaube ich auch die Einzige bin, die das macht. Du bist ein bisschen die Einzige, ja. Also nicht, also Cheap hat sich weit verbreitet gehabt im Sportwurm, im OSP. Ne? Weil ich halt stimmt. einfach, weil ich halt immer aussah wie eins mit meinen Haaren. Weil ich halt früher. Manchmal war auch Mehl. Ja? Also Mehl-Cheap war auch oft. Ja, das stimmt. Das hat sich so kombiniert, hat sich das. Ich hab früher im OSP habe ich nie eingesehen. Aber bei mir, wenn ich dir. Ja. Wenn wir unseren WhatsApp-Verlauf angucken würden, dann würde, glaube ich, jede Nachricht, die ich so neu an dich schreibe, beginnt immer mit Mehl mit 5 Es. Auf jeden Fall. je nach Dringlichkeit. Ja, ja, das stimmt. Was ist denn deine Superheldenkraft? Wenn du eine hättest. Superheldenkraft. Mhm. Also wenn wir es wirklich in der Kraft nehmen, ich habe auf jeden Fall viel Kraft. Und ich kann einfach lange aushalten. Also aushalten oder durchhalten oder wenn es um irgendwas geht, was unangenehm ist, dann ja. Okay, und wenn du dir was wünschen könntest? Also jetzt sagen Sie, sowas Illusorisches, also wie Fliegen oder sowas, habe ich jetzt auch ganz oft gehört, wenn ich die Frage gestellt habe. Was wäre das dann? Sprungkraft natürlich. Sprung, ja. Ohne Frage, natürlich.
Also, okay. Das steht außer Frage. Ich würde sagen, die Superheldenkraft habe ich jetzt nicht ganz so abbekommen, als die verteilt wurde. Kraft ja, aber Sprungkraft muss ich viel verarbeiten. Okay. Ich nehme mal das. Immer hier so ein Flummi. Gibt es so einen Superhelden, der irgendwie Sprungkraftfähigkeiten hat und damit durch die Welt hüpft? Weiß gar nicht. Nee. Nee, mir auch nicht. Nee. Ja. Aber ich weiß Bescheid, auf alle Fälle. Hat eine Antwort gegeben. Deine schlechteste Angewohnheit würde mich mal interessieren. gute Frage. Also ich habe auf jeden Fall mehrere. Ich denke, Isa, meine Geschwister, die könnten mir wahrscheinlich direkt 5 um die Ohren klatschen. Also was heißt, ob es eine schlechte Angewohnheit ist? Ich spiele super gerne in meinen Haaren. Das weiß eigentlich auch. Wissen auch wieder, aber ich weiß nicht, wie schlecht die Angewohnheit ist. Aber ich kann es einfach nicht lassen. Also auch immer eine schöne Langeweile-Beschäftigung oder keine Ahnung was. Und sonst... Ich bin schon ein sehr planungsliebender Mensch und glaube, könnte da ab und zu eine gewisse Flexibilität, wenn der Plan mal abweicht, ganz gut vertragen. Mhm. Was ist sonst? Ich will ganz schön oft viele Dinge auf einmal machen, endet manchmal in einem kurzen Chaos, aber dann ist meine Ausrede, das Genie beherrscht das Chaos. Ja. Also ich hätte noch mehr meine Handschrift. Ist auch eine Katastrophe. Ist ja Gott sei Dank keine Angewohnheit. Das ist ja Gott sei Dank nichts, was du dir anerzogen hast. Nee. Deine Hand. Also hast du dir auch irgendwie, aber das kriegt das man, glaube ich, jetzt echt so, nicht mehr, oder? Weg. Ja, das kriegt man nicht mehr weg. Da will ich dir jetzt keine. Nee, ich hätte jetzt auch gesagt, das ist einfach genetisch bedingt. Wobei meine Geschwister sind ein bisschen besser aufgestellt. Mein Bruder, glaube ich, nicht. Aber ansonsten ist es tendenziell schon eher genetisch bedingt. Okay. Also ich kann muss ehrlich sagen, also von deiner großen Schwester könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die Handschrift vielleicht ein bisschen schlecht ist aufgrund ihres Berufes. Geht, die ist auch so ein Streber, was die Handschrift angeht. Ja. So hin das. Also nicht ganz so wie meine kleine Schwester, die wird ja Lehrerin. Ja. Die hat natürlich so eine Bilderbuchschrift. Aber die Ausrede ist immer von meinem kleinen Bruder und mir, das, also sage ich immer, als Ingenieure ist man halt eher nicht so der keine Ahnung, Schreiber, sondern eher der Rechner. Ich wollte gerade sagen, da kommt es mir auf deine Zahlen an und die sehen wahrscheinlich sehr schön. Unglaublich schön. Ja, Computer einfach. Ja, danke. wäre ich nicht Volleyballerin, dann wäre ich. Gute Frage. Sehr gute Frage. Und Ingenieur? Ja, also eine Lösung wäre, dass ich vielleicht Leichtathletin wäre. Weil ich tatsächlich zu Zeiten, wo ich mich dann für Volleyball entschieden habe, eigentlich fast besser in der Leichtathletik war. Wenn man jetzt das irgendwie vergleicht, auf welchem Level hessenweit, deutschlandweit, keine Ahnung, was man war. Ja, aber sonst wäre ich wahrscheinlich Ingenieurin, wahlweise schon Mutter. Also, ja. Ja, okay. Also, bist ja auch jetzt, es muss ja 30, da ist Mutti sein auf alle Fälle auch schon in die richtige Richtung. Ja, eben. Also da... verheiratet vielleicht, keine Ahnung, dann ist ja immer dieses, wie heißt es? Kind. Klinkenputzen oder sowas? So. Ja, nee. Aber sonst, ich denke, entweder Leichtathletin, irgendwie, ja, nee, Mehrkampf. Ich war halt im Speerwurf und Diskus irgendwie ganz gut. Oder ich wäre einfach schon Ingenieurin. Also, wahrscheinlich mit meinem, ja. Mit der Lebensplanung durch. Mit meinem Abschluss durch. Aus Kind, verheiratet und Hund. So ungefähr. Ja, gut, vielleicht. Wer Hund. Weiß. Kein Hund. Okay. Können wir weiter. Doch, Hund. Ja. Hund ist geil eigentlich, aber Hund ist auch, man ist irgendwie mit dem Reisen auch wieder dahin. Gut, ja. Das ist gerade sowieso dahin. Na gut, ja. Ich kann sagen, wir befinden uns ja gerade echt in einer schwierigen Phase. Mach mal dein Lieblings-Emoji nach.
Außer es ist jetzt eine Frucht oder sowas. Ich nachmachen, ist ja geil. Ist es was? Außer es ist jetzt eine Frucht, dann ist es natürlich echt schwer, das nachzumachen, aber ansonsten. Ach so, ich habe Klobrille verstanden. Ach so. Mein Lieblings-Emoji ist, glaube ich, auf jeden Fall der, der sich nicht einkriegt vor Lachen. Ja. Also, das wäre dann, oh Gott, das ist wirklich ein bisschen peinlich, aber irgendwie sowas. der? Ja. Reicht das als Impression? Großartig. Ja. Okay. Ich denke, wir können es übernehmen. Der Emoji, den ich meine, der ist jetzt raus, weil meiner ist eher. Ich mach da draus so ein Meme, okay. Dann, wenn ich das nochmal finde hier, dann mache ich da draus so ein Bild. Und letzte Frage, wie viele Stunden Schlaf brauchst du eigentlich pro Nacht? Also mein Eindruck, um das vorwegzunehmen, nicht viel. Hat sich geändert. Ja? Ja, ich habe wirklich mal, ich würde sagen, ich war mal so bei 6 früher, ja. Auch als ich noch studiert habe nebenbei und irgendwie, also ich studiere zwar teilweise immer noch nebenbei, jetzt im Sommer habe ich ein bisschen mehr gemacht, aber wir sind inzwischen bei 7,5, eher 8 Stunden angekommen. Immer noch so wenig einfach, aber... Ja, wie gesagt, man wird nicht jünger und ich habe gemerkt, ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Ja. Nee, Spaß. So zur Regeneration merke ich schon, dass das super wichtig ist, so war sowohl körperlich als auch mental, dass ich da irgendwie, also ich merke das auch, umso mehr ich trainiere, desto mehr Schlaf brauche ich einfach, gerade bei viel Techniktraining und so, um das irgendwie zu verarbeiten auch. Ich mache ganz gerne so ein Powernap von 17 bis 20 Minuten mittags. Mhm. Der tut mir eigentlich immer echt ganz gut, wenn ich den so reinkriege. Ja, und sonst, also ich freue mich einen Keks, wenn ich weiß, ich komme auf 8 Stunden Schlaf. Aber ich muss mich trotzdem bemühen, weil ich nicht so müde abends bin. Ich weiß noch so, bei verschiedenen Veranstaltungen, wo wir waren, auch selbst wenn wir länger wach gewesen sind, warst du früh einer der Ersten, die schon wieder auf der Matte standen und alle waren noch völlig desaströs zerstört. Aber du, Tori, ist schon durch die Gegend gesprungen. Und deshalb dachte ich eigentlich, es ist immer noch wenig. Aber gut, 7,5 ist halt wirklich für mich doch, okay. Doch, das geht auch. Also ich glaube, ich komme auch immer noch mit... Ja, ich komme auch immer noch mit relativ wenig, glaube ich, zurecht. Oder bin jetzt nicht sofort, sehe nicht aus wie der Tod auf Latschen und kann da auch mal mit umgehen irgendwie, wenn es irgendwie mal gefordert wird. Ja. Ich bin jetzt zum Beispiel, auch wenn wir in Richtung Osten nach China fliegen oder so, der Jetlag ist jetzt auch nicht meins. Da muss ich halt auch irgendwie spielen, wenn ich dann irgendwie nur ein paar Stunden schlafen konnte. Aber jetzt, wo ich es besser steuern kann und mir aussuchen kann, ist ein bisschen mehr Schlaf schon besser. Aber ich glaube, unter einer Belastung kann ich dann schon auch mal ein bisschen den Schlaf zurückschrauben und kipp nicht direkt aus dem Latschen. Gut. Ja. Aber ist ein Vorteil. Also ich bin momentan, ich schlafe trotzdem 8 Stunden und bin todesmüde, ne? Aber da hast du echt, das ist ein Segen. Nimm dir, also behalt dir das. So, kommen wir zum vergangenen Jahr. Das ist so mein erster Gedankenpunkt, den ich mir so aufgeschrieben habe auf meinen schlauen Zettelchen. Warte mal so durchgehen. Vergangenes Jahr, also nicht vergangenes Jahr, dieses Jahr, also der vergangene Sommer. 2020? Ja, wir reden von 2020. Dem allseits beliebten, ja. 2020, das langsam auch mal zu Ende sein könnte. Ihr wart sozusagen, als dieses Corona-Zeug hier kam, wart ihr ja voll im Olympia-Quali-Modus, ne? Also ihr habt ja auch 2019, habe ich geguckt, 9. Platz in Tokio, 4 Sterne, 5. Platz in Rom, 5 Sterne. Ja, weil ihr wart eigentlich voll im Flow und dann kam der Rotz, ne? Was habt ihr denn gemacht, als ihr nichts mehr machen konntet? Oder bist du so, wie war das? Erzähl mal. Ja, also wir kamen ja gerade aus Teneriffa, beziehungsweise im Nachhinein hatten wir Glück, dass wir da noch ganz gut von zurückgekommen sind und wollten dann, glaube ich, 6 Tage später nach Mexiko fliegen, hatten echt ein gutes Trainingslager am Rücken, waren ja an sich vor allen Dingen mit dem Beginn der Saison 2019 absolut nicht zufrieden, haben da auch überhaupt nicht die Leistung gebracht. Wir waren eigentlich gut drauf, aber haben auf jeden Fall keine Ergebnisse gebracht. Am Anfang die Leistung und keine Ergebnisse und dann irgendwann auch nicht mehr die Leistung, die wir können. Und waren auf jeden Fall ziemlich
gut drauf, würde ich sagen, haben gut trainiert, haben gute Trainingslager gehabt und waren bereit. Also ich meine, in unserer Situation, wir müssen da angreifen und Gas geben, um da eine Chance zu haben. Und da waren wir auch bereit. Und es gab so ein bisschen eine Situation im Februar, würde ich sagen, als es so anfing, dass so ein paar Turniere wegzubrechen schien. Was uns jetzt natürlich nicht so entgegenkam, weil klar war, wir brauchen irgendwie möglichst viele Turniere, um möglichst viele gute Ergebnisse zu sammeln. Und deswegen war das schon mal kurz so, was geht denn jetzt hier ab? Aber trotzdem bist du dann natürlich bereit und wir haben uns dann auch gefreut, nach Mexiko zu fliegen. Und dann war Mexiko halt klar, dass es abgesagt war. Dann haben wir halt relativ schnell überlegt, okay, wie ist die Situation? Damals stand halt noch im Raum, dass das Turnier ab Brasilien vielleicht weitergeht. Dann haben wir uns neue Fokuspunkte fürs Training gesetzt und sind relativ klar da weiter vorangegangen in unserer Vision. Und dann kam halt die Olympia-Absage, also die Verschiebung erstmal. Und ich glaube, ich würde lügen, wenn man da jetzt nicht erstmal in ein Loch gefallen ist. Also es war natürlich irgendwie viel so, okay, wir haben jetzt hier irgendwie alles reingehauen und wofür jetzt gerade? Also im ersten Moment denkt man schon so, fuck, wir wollten doch jetzt hier loslegen und die Form können wir nicht konservieren. Mhm. Das war schon, also war auch für mich oder auch für uns jeden für sich in seinen Phasen auf jeden Fall nicht leicht. Aber wir waren dann ja sowieso im Lockdown jeder zu Hause und haben da auch, also ich kann auch für mich sprechen, habe da mir auch viel Zeit genommen, zu überlegen, was ich will, was das für mich bedeutet, was das für uns bedeutet. Und dann war aber klar, dass es jetzt einfach eine besondere Zeit ist, aber wir die auch irgendwie echt nochmal gut nutzen können und nochmal an Dingen arbeiten können, für die vielleicht nicht so viel Zeit ist, wenn direkt ein Wettkampf vor der Tür steht, dass man nochmal was umstellt, vielleicht nochmal irgendwie einen neuen Aufschlag oder eine neue Passvariation. Also die Sachen, sag ich mal, wenn man jetzt weiß, man spielt in 2 Wochen ein Turnier, fängt man da jetzt nicht irgendwie mit an. Mhm. Und so kam dann ganz gut die Motivation zurück und wir hatten dann ganz gut so ein paar, einige Ziele und Knotenpunkte, die unabhängig waren von dem nächsten internationalen Turnier, was kommt. Dann war halt noch ganz cool, dass dann irgendwann rauskam, dass die EM stattfindet. Das hat schon auch auf jeden Fall nochmal eine ganz gute Motivation gegeben, dass die womöglich also eigentlich auch Punkte geben soll und also fürs Olympic Ranking. Und das ist zwar immer noch nicht 100% geklärt, ob es jetzt so ist oder nicht, aber nichtsdestotrotz war das auch irgendwie erstmal echt eine gute, ja, also beziehungsweise man hat nie was Gegenteiliges gehört. Trotzdem ist es so, dass das die Frage auch ist, also es war ganz klar von den Spielern die Meinung, dass wenn eine Nation nicht anreisen kann, weil sie weil das Land in das Land nicht einreisen darf, dann darf es natürlich keine Punkte geben. Also so wie, glaube ich, Italien im Februar nicht nach Doha reisen konnte, wenn ich das, glaube ich, richtig verstanden hatte. Ja, also der Karambula zum Beispiel. Wenn sowas passiert, dass es dann natürlich keine Punkte geben soll. Aber wenn alle teilnehmen können und das Turnier irgendwie nicht vorzeitig aufgrund eines positiven Corona-Falls irgendwie abgebrochen wird, dann sollen die Punkte zählen. Corona war nicht, Unwetter war, aber es wurde weitergespielt. Also doch, es gab auch im Vorhinein 1-2 Corona-Fälle, die dann halt nicht teilnehmen konnten. Das ist halt dann auch wieder eine Frage, ist das der normale Lauf der Dinge, wie mit einer anderen Krankheit, wenn man nicht teilnehmen kann? Mhm. Wenn man eine Grippe hat, kann man allerdings selber entscheiden, ob man teilnimmt. Also es ist immer noch offen. Ja, ich bin auch mal gespannt, was da jetzt bei rumkommt, weil es ist halt, wie gesagt, also ich finde es auch schwierig, sozusagen zu beurteilen. Aber wie oft zur EM kommen wir gleich noch. Also hab ich auf meinem Bonbon, also du hast eigentlich. Hast du auch auf der Liste. Habe ich alles auf der Liste. Also eigentlich, du hast eigentlich, bist quasi großartiger Interviewpartner, du bist durch meine Punkte einfach durchgerutscht, so von wegen, also was eure Emotion war. Aber anscheinend hast du das gut überwältigt, also du hast es gut bewältigt, hast sozusagen einfach, ihr habt gleich weitergemacht, oder wie? Ich habe auch immer fleißig Instagram-Videos gesehen. Ja, ich würde jetzt auch mal sagen, es gibt da auch. Ja, ich würde schon sagen, dass es solche und solche Phasen gibt. Für mich war es ganz gut. Ich konnte mein Urlaubssemester zurücknehmen im Sommer. Ich konnte da ein paar Kurse belegen, dass man nicht so
auf Pausen und Abwarten ist, sondern proaktiv weitermacht. Und das hat uns, glaube ich, und mir auch ganz gut geholfen. Dass es, gut, ich war dann auch noch leider verletzt, aber auch das war irgendwie eine Sache, die in der Zeit man zumindest die Zeit hatte auszukurieren und die auch wieder neue Möglichkeiten irgendwie geboten haben. Und ja, doch, so bin ich auf jeden Fall ganz gut da durchgekommen, oder wir. Okay, ich finde HitSmart, Frage ganz interessant, wie viel Zeit es dann wirklich gekostet hat, dass diese neue Ausrichtung, Perspektiven, was ihr halt so besprochen hattet, ne? Also wie man dann halt sich da neu aufstellt, eben was du auch gerade meintest, dass man nicht so abwarten muss und bis es dann wirklich im Kopf angekommen ist. Also wie lange hast du gebraucht? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, in dem ersten Lockdown wären schon so 2-3 Wochen gewesen. Ich war dann ja auch bei meiner Familie und die kennen mich natürlich auch sehr gut und dann hat man irgendwie mal darüber gesprochen, was mich irgendwie so bewegt und ich habe dann auch für mich eigentlich total gut meine wirkliche Motivation überlegt und das ist zwar dann vielleicht hart, irgendwie auch der intrinsischen Motivation auf den Grund zu gehen, aber ich finde, wenn man sich dann geschafft hat, irgendwie damit auseinanderzusetzen, dann war es schon so, dass ich gemerkt habe, okay, da ist auf jeden Fall ein Feuer auch für das, was wir als Team erreichen wollen und erreichen können. Und wir haben einfach auch noch ein paar Sachen nicht gezeigt, die wir können. Und es hat mich halt auch motiviert, dass sowohl Trainer als auch Spieler bei uns, also sowohl Isa und ich als auch unsere Trainer, da mit in das Boot gesprungen sind. Und ich glaube, jeder hatte mal in den Monaten über den Sommer auch so eine Phase, wo er so dachte, okay, gerade ist echt ein bisschen mühsam, weil so dann irgendwie vielleicht eine Perspektive kurz fehlt, so weil man einfach auch einen Wettkampf braucht oder mal zu gucken, wie klappt alles oder dann irgendwie ich mal eine Verletzung oder Isa und ich konnten nicht zusammen spielen und so weiter. Aber ich muss echt sagen, wir haben aus den ganzen Dingen echt viel. Da finde ich es auch cool, dass wir alle sehr positive Menschen bei uns sind im Team und da haben wir halt auch irgendwie sehr viel dann so draus gezogen oder dann, wenn der eine mal ein bisschen durchhing, dann war der andere gerade ganz gut drauf. Und also um die Frage zu beantworten, richtig aktiv waren es schon 2-3 Wochen, dann stand es aber nicht mehr in Frage, muss ich sagen. Also okay. Ja. 2-3 Wochen finde ich eigentlich relativ schnell, dass man da sich halt mit der Sache abfindet. Würde ich von mir fast behaupten, ich habe mich länger hier abgefunden mit meiner ganzen Corona-Lage. Also länger gebraucht, um mich abzufinden. Ja, also ich würde sagen, 2-3 Wochen waren es dann für mich so, wo ich dann gemerkt habe, wo ich mir kurz überlegen musste, was es für mich bedeutet und was es, was es für mich bedeutet. Mhm. Und dann zu gucken, wie ich damit umgehe. Und dass dann irgendwie nochmal so Aufs und Abs kommen, das ist irgendwie, das war natürlich nicht nur innerhalb der 2-3 Wochen, sondern auch im Laufe der Zeit. Aber dann war die Grundidee war einfach dann wieder klar. Und das ist ganz wichtig auch für mich, dass ich da ein klares Ziel und eine klare Vision habe. Sowohl, also nicht nur für mich, sondern auch für unser Team, weil das ist ein ganz wichtiger Treiber, um da die ganze Leidenschaft mit reinzubringen, die wir so haben. Ich wollte gerade sagen, also du vor allen Dingen, du bist ja halt auch da, der Volleyball-Leidenschaft, ich gar nicht, Volleyball-Besessenheit. Auf alle Fälle der richtige Punkt. Aber du hast gerade auch richtig gut also angedeutet, dann kam die Verletzung, ja? Wir haben uns dann bei der Beachliga gesehen, wir haben uns im Vorfeld eigentlich schon geschrieben, so Mensch, geil, wir sehen uns lange, das wird ja richtig super und dann ging's los. Sag mir nochmal genau, was ist denn eigentlich genau passiert? Auch weiß ich. Ich hatte Muskelfaserriss im Bauch. Das ist passiert. Wir haben ja gegeneinander gespielt direkt. Ja. Irgendwie 31, 33 ja. Oder sowas? Oder noch länger? Ja, ich glaube, weiß gar nicht mehr, ob das da beim Einspielen war oder im Spiel danach beim Einspielen. Nee, ich glaube, in dem Spiel beim Einspielen hatte ich so einen Ball, wo ich beim Schlag merkte, das hat es ja irgendwie nicht so geil angefühlt. Und überraschenderweise wurde es in den 2 Spielen nicht besser. Und also
dann war auch relativ schnell klar, dass ich da mich rausnehmen muss. Isa da leider alleine, mehr oder weniger alleine stehen lassen muss, die ja dann wirklich zum Glück viele verschiedene Partner, Isa und Friends, auf Twitch kennt man sie, die da für sie, also für mich eingesprungen sind und ihr da auch irgendwie mit die Möglichkeit gegeben haben, trotzdem am Wettkampfgeschehen teilzunehmen. Ich fand es ein bisschen schade, also ich habe mich gefreut, dass wir da mal wieder hätten ein bisschen abhängen können. Also ich weiß nicht, ob alle hier wissen, dass wir früher zusammen in Berlin waren und jetzt halt ich in Hamburg bin und du in Berlin weiterhin. Ja. Und genau, also da, das war jetzt auch keine kleine Verletzung. So, also es war, glaube ich, eine der schwersten für mich, so in den letzten, keine Ahnung, 7, 8 Jahren. Also ich war jetzt nicht so, bin eigentlich nicht so verletzungsanfällig. Oh, du hast auch lange gebraucht, oder? Also, weil du gerade sagst, war eine der schweren. Also ich weiß, dass du ewig lange noch rumgedoktert hast, ne? Also dann immer wieder probiert und dann ging es doch nicht. Wie lange war es denn in Summe? Na, wir hatten dann war halt so ein bisschen die Frage, also ich habe auf jeden Fall es komplett auskurieren lassen und dann bin ich wieder eingestiegen, aber ich bin halt mit krassen Einschränkungen eingestiegen. Mhm. Also ich habe dann halt gespielt, ohne hart schlagen zu dürfen, ohne im Aufschlag springen zu dürfen, aber wir haben halt gesagt, wir wollen es trotzdem nutzen. Es war klar, dass wir trotzdem viele Dinge aus dem Training trainieren können. Das ist nicht leicht, mit halb geschärften Waffen aufs Feld zu gehen. Zum Beispiel bei dem Turnier in Baden habe ich nicht einen Ball hart schlagen dürfen. Also, ja. Okay. Am ersten Tag ging es noch und dann war es irgendwie ein bisschen fest der Bauch und dann war klar, dass ich dann keinen Ball mehr hart schlagen darf. Ja, und dann ist, das ist wirklich eine Kunst, weil man geht ja ins Spiel und will irgendwie gewinnen. Man darf aber halt nur mit dem und dem umgehen. Wobei ich aber auch im Gegenzug sagen muss, manchmal ist es gar nicht so schlecht, ein bisschen weniger zur Verfügung zu haben. Dann kann man damit halt auch, dann macht man das halt voll und ganz gut. Ich wollte gerade sagen, also so schlecht kann es nicht gelaufen sein. Weil ist der dritte Platz letztendlich rausgekommen. Genau. Also wie weit man so mit Shots kommen kann. Ja, voll. Kann, also ne? Wir haben ein perfektes Spiel erwischt. Ja, voll. Also genau, wir haben da irgendwie gegen Bara und Maki im Viertelfinale ein richtig gutes Spiel erwischt. Was heißt erwischt? Das ist ja auch kein Zufall. Das liegt ja nicht vom Himmel. Das erarbeitet man sich ja. Mhm. Aber ja, ist wirklich interessant. Also auch eine interessante Erfahrung gewesen. Ich glaube auch für uns als Team. Ja. Ja, also war. Also ich bin ja eh euer treuster Fan, einer eurer treuesten Fans bin ich gefühlt. Ich freue mich immer, wenn ihr da. Das stimmt. Wenn ihr was gewinnt. Da bin ich immer heiß dabei. genau, Baden. Baden war ja auch ein bisschen dann schwierig, da hattet ihr ja auch ein bisschen Heckmeck. Also außer abgesehen, schönes Event, dritter Platz. Und dann zack, Corona. Ja. Hat euch dann direkt erstmal abgefangen. Aber ihr wart ja Gott sei Dank negativ, ne? Also da ach ja, stimmt. Das war echt krass, muss ich sagen. Also an Flexibilität hat man in diesem Jahr auf jeden Fall gewonnen, weil wir sind Dienstagabend, kommen wir aus dem Training und dann schreibt uns halt eine befreundete Schweizer Spielerin, hier, pass auf, der eine Schweizer von uns wurde gerade positiv auf Corona getestet und wir so, wer denn? Der Name und wir so gucken nochmal nach. Gut, die sind auch Dritter geworden. Wir standen mit ihm halt auf dem Podest. Ja. Gut, ist irgendwie, also ohne Mundschutz. Draußen ist gehupft wie gesprungen. Wir haben uns ins Auto gesetzt, sind zum Flughafen gefahren, um einen Test zu machen. Haben halt Bernd Stesinger hier am USP angerufen und haben gesagt, so und so sieht's aus. Das war schon krass. Dann haben wir halt jeder zurückverfolgt, wen wir gesehen haben. Dann hat Fabi halt irgendwie musste natürlich auch einen Test machen, dann Katha angerufen, also Physiotherapeutin, weil wir Montag bei ihr waren. Ja, und dann war das auch krass, weil die Woche danach war Timmendorf, aber wir waren halt erstmal durften halt auf jeden verständlicherweise auch nicht trainieren. Ja, und ja. Früher hätte man so gedacht, sorry, aber nächste Woche sind deutsche Meisterschaften, können wir mal bitte trainieren. Und dann war so, wir warten erstmal ab, wie die Tests ausgehen. Es war klar, dass wir Freitag noch einen Test machen müssen. Und ja, und so war, also es war dann halt aber auch irgendwie dieses Jahr, wo man halt so ein bisschen die höhere Gewalt nehmen musste und dann auch irgendwie versuchen musste, ruhig zu bleiben und zu wissen, okay,
hat vielleicht zum einen bei mir auch mich die Verletzung gelehrt. Was heißt, viel hilft nicht immer viel, ne? Aber man braucht sich da jetzt nicht verrückt machen, sondern muss irgendwie das Beste draus machen. Und ja, so waren wir dann irgendwie erstmal raus, waren halt zum Glück negativ. Gott sei Dank. Auch der direkte Partner von dem, ja, muss man auch mal sagen, der direkte Partner von dem Schweizer war sogar auch negativ, obwohl die ganze Zeit in einem Zimmer waren. Das fand ich auch verrückt. Und dann, in Stuttgart war ja auch so die Lage. Ich komme immer ein bisschen zeitversetzt bei dir an, das tut mir leid, dann quatsche ich dir immer mit einem Satz rein. Aber selbst in Stuttgart und so ist ja sozusagen auch, war ja auch alles negativ. Ne? Also das war, also war ja verrückt. Also letztendlich hat sich wirklich keiner weiter angesteckt, außer, also er war positiv und alle anderen negativ. Selbst in der Schweiz, ne, war keiner mehr positiv, oder? Ja, ich glaube auch. Also ich weiß von keinem anderen, der positiv war, ja. Ja, verrückt. Also, das war echt, also verrückt. Und ich meine, er hat ja mit seinem Partner die ganze Woche auf dem Zimmer gewohnt. Ja, eben. Das fand ich auch, das fand ich krass. Also schön, ne? Weil ich hatte ja auch so ein bisschen das Bangen dann, von da aus sind sie ja dann zu weiteren Turnieren geflogen, die ganzen Leute, die dort waren. Und da hatte ich ja schon so ein bisschen Angst, dass jetzt Volleyball Europa so ein bisschen zusammenbrechen wird. Aber ja. ist gut gegangen. Ja. Genau. Und dann hast du gesagt, Timmendorf. Da will ich auch gleich mal Deutsche Meisterschaften machen, dann auch noch euch vorbereiten. Quasi so mit Halbgas angereist. War ja aber eh alles ein bisschen anders. Und da wollte ich auch mal fragen, wie fandst du es denn dieses Jahr? Ja. Anders. ja, also ich muss sagen, ich fand es irgendwie gut, den Mut zu haben, in der Zeit sich den Bedingungen zu stellen und sowohl den Zuschauern als auch den Sportlern die Möglichkeit zu geben, da ein Event irgendwie auf die Beine zu stellen, was zum einen den ganzen Hygieneregeln entspricht, was aber auch irgendwie die Sportart im Fernsehen platziert, den Spielern irgendwie ein Ziel gibt. Da habe ich erstmal im Großen und Ganzen größten Respekt vor, weil ich glaube, dass das zu diesen Zeiten halt einfach überhaupt nicht einfach ist und jede Woche kam was Neues raus, man muss das Hygienekonzept wieder anpassen. Dass so ein System irgendwo überall Lücken hat, brauchen wir, glaube ich, keinem erzählen, weil irgendwo hängt es dann einfach an der Eigenverantwortung von jedem. Und wir brauchen uns auch nicht darüber unterhalten, dass das kein Vergleich zu Timmendorf sonst ist. Also jeder, der mal da irgendwie entweder im Stadion oder am Freitagabend auf Court 2 das letzte Spiel macht, weiß, dass da halt eigentlich die Hütte brennt. Und ja, deswegen fand ich es aber trotzdem irgendwie den Umständen entsprechend ein cooles Turnier. Es kam einmal, also für mich kam trotzdem natürlich nicht die gleiche Stimmung auf, aber ich fand es einfach cool, dass die deutsche Beachvolleyball-Familie mal wieder zusammen war und irgendwie der Sport auch eine gewisse Plattform bekommen hat. Auch das ist halt super wichtig, weil auch alle da ums Überleben kämpfen. Und im Großen und Ganzen fand ich es den Umständen entsprechend gut. Ja, also ich muss auch. Also ich hätte gerne körperlich ein bisschen länger durchgehalten. Ja. Da muss ich dir sowieso auch nochmal die Leviten verlesen an dieser Stelle. Von wegen Einzug-Halbfinale. Was ist denn los? Zieht ihr uns halt nochmal die Schlüpfer hoch da ordentlich und dann nach dem Halbfinale musstet ihr ja. Also ich kann dir nicht die Leviten verlesen, weil ich genau weiß, dass du als letztes aufhörst. Aber konntest das sozusagen das kleine Finale ja leider nicht mehr spielen, weil ja nach dem Halbfinale sozusagen leider, also du warst dann wieder mit deiner Verletzung aufgebrochen und vor der EM hat das alles keinen Sinn gemacht. Ne? Also. Aber wir haben halt direkt gegeneinander gespielt und deshalb. Genau, also im. Ja, sag. Ich würde sagen, Freitag war Leben am Limit. War halt nach jedem Spiel in der Badewanne, habe mich nicht warm gemacht, war kurz beim Physio, habe mich 3 Bälle eingeschlagen und gespielt, damit ich die Energie, die ich habe, irgendwie auf dem Spielfeld unterbringe. Ja. Man darf halt nicht vergessen, ich lebe halt auch sehr vom Krafttraining und ich konnte aber durch den Muskelfaserriss sehr, sehr lange kein Krafttraining machen und mir fehlte einfach so ein bisschen Grundkraft, Rumpfspannung. Und es war gar nicht der Bauch, der da wieder aufgebrochen ist, sondern es ging einfach nicht. Mein Rücken hat mich einfach nicht mehr halten können in Timmendorf dann am Samstag im Spiel gegen Chantal und Sandra. Und ja klar, man hätte das Spiel auch aufgeben können. So kenne ich dich aber nicht. Also nicht, dass es jetzt
Ja, nicht, dass es das krass schlimmer gemacht hätte, aber es war auch irgendwie so, ich war ja auch eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig da. Die anderen beiden haben super gespielt. Genau, aber ist dann auch irgendwie doch ein Halbfinale der deutschen Meisterschaft. Es war jetzt irgendwie wegen der EM natürlich dann danach nochmal irgendwie sich warm zu machen, brauchte man auf gar keinen Fall tun. Für Spiel um Platz 3, weil in dem Spiel selber schon nicht viel ging. Also, ja. Ich finde also. Aber gegen euch am Freitag war noch die Reste, da war alles aufgebraucht, das war es einfach. Alle Körner verschossen am Freitag. Verfluchter Mist. So ein. Nein, aber. Also ich werde völlig in Ordnung. Wir haben, ich finde, das Duell hatten wir schon öfter mal gehabt, Einzug-Halbfinale, dass wir beide gegeneinander spielen. Ne? Also deshalb war stimmt. Das ist mal abwechselnd, das ist völlig in Ordnung. Ist letztens irgendwo hab ich bei Facebook den legendären Punkt von irgendwie Tati und dir im Einzug-Halbfinale mal gesehen, da habe ich einen Aufschlag verschlagen, Großmahlzeit. Ach stimmt, ja stimmt. Das war 2016, ne? Haben wir, ja, mit Jules war das noch. Mit Jules, genau. Ja, genau. Also ich glaube, es war irgendwie schon, ich weiß nicht, wie es stand, 14-12 oder sowas. Also nicht, dass das Kind schon im Brunnen gefallen ist, aber er war jetzt auch nicht, tat jetzt auch nicht Not, das Ding da ins Netz zu setzen. Ja, mich hat es gefreut. Ich habe das erste Mal im Halbfinale. Also für euch war es gut, ja. Ja. Ich war dir sehr dankbar in dem Moment darüber. Genau. Verstehe ich. Aber ich finde, du hast ja gerade schon gesagt, unter den Körnern, die du dann da zur Verfügung hattest, du hast ja auch, wie gesagt, lange laboriert. Und wenn du am Bauch laborierst, dann setzt der Rücken irgendwann aus. Dafür finde ich, dass du einen vierten gemacht hast. Und Timmendorf habt ihr da wirklich im Corona-Jahr mit Optimum rausgeholt. Und dann ging es halt weiter zur EM. Die gute EM. Da vorweg, Glückwunsch zum fünften. Ich finde, das war ein gutes Ergebnis. Oder wolltet ihr mehr natürlich? Wolltet mehr wahrscheinlich, aber... Ja, also wir haben auf jeden Fall, das kann man sagen, eine gute oder sogar sehr gute EM gespielt, haben ja unsere Gruppe gewonnen, haben da Anouk und Joe geschlagen, die am Ende Europameister wurden, also Hut ab, Respekt und herzlichen Glückwunsch an der Stelle, aber trotzdem schlägst du die in der Gruppe und dann ja. Tut weh, ja, ich meine, Viertelfinale verlieren wir 15-12 im dritten, glaube ich, 15-12 war das. Das ist halt super ärgerlich. Wir waren da eigentlich, haben ein gutes Spiel gemacht, es war ein bisschen windig. Ja, das... ein bisschen windig zu dem Zeitpunkt noch, oder? Deswegen sollten wir eigentlich... ja, schon. Oder Orkan. Und also das Ding, das sollten wir gewinnen, aber dann denkst du natürlich schon, scheiße, hier wäre irgendwie mehr drin gewesen. Und natürlich mit der Vorgeschichte... waren wir auch super froh, wie wir die EM gespielt haben und über die Leistungen, die wir in dem Jahr noch abrufen konnten, unter allen Bedingungen, dass wir wenig zusammen trainieren konnten und spielen und Isa ihre Entwicklung super genommen hat und sich da vielen Aufgaben gestellt hat und ich aus meiner Verletzung da irgendwie ein paar Dinge gezogen habe. Und deswegen war es im Großen und Ganzen natürlich ein gutes Ergebnis. Aber ich muss sagen, es schmerzt noch ein bisschen. Das glaube ich dir aufs Wort. Ist ja immer so, wenn man nochmal sozusagen schon so halb den Fuß in der Tür hatte und eigentlich hat man den Sieger geschlagen, also muss man ja eigentlich auch gewonnen haben. Aber ich finde auch unter den Bedingungen vor Ort habt ihr auch noch das Optimum gemacht, aber da kannst du mir mal besser erzählen. Also ich habe ja hier zu Hause gesessen und dachte so, oh Gott, Mädels, fliegt mir nicht alle durch die Gegend da, passt schön auf euch auf. Da war ja, weiß ich gar nicht, 2 Tage habt ihr gespielt und am dritten Tag war ja dann schon das komplette Chaos ausgebrochen. Ne? Die Felder waren weggeschwemmt, der Wind hat alles abgeknickt. Das hat mich so ein bisschen vom Zuschauen, hat es mich so ein bisschen an St. Peter-Ording erinnert. Nur noch schlimmer gefühlt. Und also die Felder waren ja weg und wurden woanders aufgebaut. Und da kam vorhin auch schon die Frage von Hitzmart, glaube ich, wie war das dann für euch? Also an einem anderen Ort dann weiterzuspielen, wo eigentlich gar nicht gedacht war? Also, und ihr musstet ja auch warten 1 oder 2 Tage, oder? Ja, also es war jetzt nicht, also war ja nicht genug, dass irgendwie schon durch Corona besondere Bedingungen in diesem Turnier stattgefunden haben. War es echt krass, muss ich sagen. Also wir hatten so ein bisschen einen kleinen Vorteil, dadurch, dass wir ja die Gruppe gewonnen haben, waren wir direkt im Achtelfinale und es war auf jeden Fall klar, dass unser Gegner noch vor uns spielen muss. Das heißt,
wir mussten nicht ganz so auf den heißen Kohlen sitzen. Okay. Naja, wir dachten halt dann Donnerstag spielen wir. Wir haben schon irgendwie mitbekommen, es wird morgen echt stürmisch und wir hatten keine Ahnung, ob ich glaube, es war der Anreisetag oder so, da war es auch schon richtig windig und da haben wir gemerkt, okay, krass, hier kann es echt ordentlich winden. Und dann sind wir an dem Morgen, wo wir halt noch quasi auf unseren Gegner warten durften, weil wir die Gruppe gewonnen haben, sind wir einmal so rausgegangen und da ist Isa irgendwie die Mütze halb weggeflogen und okay. Dann hieß es schon bis 12 Uhr keine Spiele. Und das war irgendwie so ein bisschen halbes Hängen in der Luft, weil du ja einerseits vom Kopf her irgendwie schon so das Spannungslevel hochhalten willst, um irgendwie an dem Tag halt noch ein Achtelfinale einer Europameisterschaft zu spielen. Aber andererseits auch aufpassen musst, dass du das halt nicht da die ganze Zeit hochhältst und da irgendwie die Körner verpuffst. Und dann kam halt so alle 3 Stunden irgendwie eine Info, dann hieß es, bis um 12 wird auf gar keinen Fall gespielt. Dann wussten wir, okay, unser Gegner muss erst spielen, dann wenn der, keine Ahnung, die Männer noch, dann spielen wir frühestens um 5. So, dann war klar, okay, vielleicht das. Weil wir auch eigentlich immer eine Aktivierung vorher machen. Und ja, und dann kam die nächste Info, ja, es wird um 16 Uhr eine neue Info geben. Und dann kam halt raus, okay, heute wird auf gar keinen Fall gespielt. Und dann kam halt die wildesten News, wir spielen in der Beachhalle irgendwo weiter. Oh Gott, echt, ja? Keine Ahnung, also auf einmal noch, weiß ich nicht. Also ja, das, dann wurde es wirklich echt wild. Und es war auch von der Copernica, also ich hätte da auch nicht der, die Organisatoren sein wollen, aber von der Kommunikation war es halt auch schwierig. Isa und ich sind dann halt irgendwann mal raus auf den Spaziergang gegangen. Man muss auch dazu sagen, wir durften ja auch eigentlich an sich das alles nicht viel verlassen. Also mein Spaziergang war okay, aber kannst du da jetzt auch nicht irgendwo in einen Café setzen oder so. Das heißt, wir hatten auf jeden Fall viel Zeit auf dem Hotelzimmer, aber da wir das Jahr noch nicht so viel unterwegs waren, war das nicht so dramatisch wie vielleicht sonst am Ende der Saison, wo man nicht mehr so richtig Bock aufeinander hat. Und ja, dann sind wir auch mal zum Strand gegangen und ich weiß noch, St. Peter-Ording, da haben wir ja wenigstens dieses feste Zelt als sicheren Hafen immer gehabt. Das hätten wir da auf gar keinen Fall gehabt. Also der Center Court stand ja auch komplett unter Wasser und in einer Straße ist halt auch einfach ein Baum umgeflogen auf ein Auto und es war dann wirklich so, dass wir einfach drin geblieben sind und dann sind wir nachmittags, wir hatten ein sehr gutes Gym am Hotel, sind wir ins Gym gegangen, haben da nochmal den Puls hochgefahren, noch ein paar schnelle Sachen gemacht und haben dann erfahren, dass wir halt am nächsten Tag auf einem anderen Venue spielen werden, was dann halt auch so eine Sache ist, weil normalerweise würden wir halt da morgens zu den Feldern gehen, irgendwie eine Aktivierung machen, uns die Felder mal angucken, da mal ein bisschen Aufschlagannahme oder irgendwas machen, war aber nicht erlaubt. Das heißt, es war klar, der Shuttle ist so getaktet, dass wir irgendwie eine Stunde vorm Spiel an dem Venue ankommen. Im Endeffekt war dort ein Warm-Up-Court für alle Teams. Das heißt, wir waren mit irgendwie, glaube ich, 8 Teams auf diesem einen Warm-Up-Court. Du spielst halt irgendwie 2 Bälle, davon ist noch ein Aufschlagfehler so ungefähr dabei. Oder du bringst irgendwie die Annahme hinten auf 8 Meter und also wirklich, das war so wild. Das heißt, das war eher eine mentale Leistung. Dann stand die Sonne noch tief und man kam da halt hin und musste halt irgendwie zusehen, dass man klarkommt mit den Bedingungen. Da war es wiederum natürlich ein Vorteil für die anderen, die da schon ein Spiel hatten. Die konnten sich da irgendwie schon ein bisschen dran gewöhnen. Aber letzten Endes wurde da jeder irgendwie hingekarrt. Und ja, dann muss man halt zusehen, dass man da seine Leistung bringt. Aber von den Bedingungen her habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, eigentlich sah es fast besser aus als am Strand selbst. Weil es halt gerade nicht mehr so wichtig, also so windig war, nicht wichtig, windig war. Dass es halt dort sich angenehmer gespielt hat. Also am Strand kam was drüber? Nicht so windig. Also am Strand war es windiger und dort, wo ihr dann letztendlich gespielt habt, war es nicht so windig. Sah es jedenfalls so aus. Also. Auf jeden Fall. Da war es nicht. Ja, safe. Also, das war ganz krass. Da, wo wir dann. Also, man muss aber dazu sagen, Freitag war es sowieso nicht mehr so schlimm wie Donnerstag. Aber das komplette. Also, der Center Court war ja weggespült, ne? Ja. Also, ich hab's weggespült, gesehen, der Sand da drunter. Die haben dann wirklich mit ganz viel Baggern und. Also es war nicht nur so, dass vielleicht es zu windig war, am Freitag zu spielen, sondern die mussten irgendwie diese Felder wieder herrichten. Also da ist ein Dixi-Klo auf dem Feld umgefallen. Also aufs Feld geweht worden und dort umgefallen. Ja, also da kriegt der Ausdruck, du heilige Scheiße. Da durfte man dann wieder reindiven. Ganz neue Bedeutung, finde ich. Ja, also das war echt. Und, genau, und da, wo wir dann gespielt haben, war es war schon noch ein bisschen Wind, aber das war gar kein Vergleich. Also, nee, das war gar kein Vergleich. Ja. Ja. Gott, ey.
Also ich dachte ja auch, also wurde gerade auch im Chat geschrieben, von wegen so ein bisschen chaotisch hat man es ja mitgekriegt, aber dass es so chaotisch war, hätte man sich jetzt nicht vorgestellt. Aber schön, dass ihr wieder heil zurückgekommen seid. Ja, also es haben auch, ja, es wurde auch viel geschimpft von Spielern. Also es ist auch nicht so, dass, also es ging auch irgendwie immer so ein bisschen, ey, so können wir uns nicht, so dürfen wir es nicht mit, so dürfen wir uns nicht, oh Gott, mit uns umgehen lassen. Okay, ja. Und irgendwie lasst ihr irgendwie das Ding beenden oder posten, wie die Zustände sind oder ja. Ja, okay. Ja, es war echt, also es war was Besonderes. Es war eine Erfahrung. Also so krass war es halt, also so habe ich es krass noch nie erlebt. Ich habe halt, wie gesagt, damals in St. Peter-Ording war ich Gott sei Dank nicht da. Ich weiß nicht, ob du damals da gespielt hast. Als es halt so als die Welle, also als die Sturmflut da drüber. Ich war da nicht da, ich war da in Polen. Ich habe dann CV gespielt, CV Masters. Ach stimmt, wir haben noch in Polen gegeneinander gespielt vorher. Genau, ja, ach, ja, du warst ja auch, dann warst du auch mich. Nicht da, dann warst du auch nicht da, stimmt. Wir sind nämlich noch von Polen nach St. Peter-Ording gefahren. Ihr seid noch hingefahren, stimmt. Wir, doch. Ja doch, doch stimmt. Ihr seid noch hingefahren. Ja, ja nee, also ich habe das nicht damals mit. Also ich kann es dir sagen, mir wird ja mal gesagt, ich weiß noch alles. Ja, ja, du hast ein besseres. Wir haben sogar das letzte Spiel gegeneinander gespielt in Polen. Echt? Das weiß ich gar nicht. Guck an. Ach stimmt, ich kann mich noch an das Bild erinnern, ja, wie wir alle da am also Tisch saßen. Also ich weiß noch, in St. Peter-Ording war so... Warte, ich bin leider echt zeitverzögert bei dir. Mit, ne? Tee. Ganz toll. Dann lass mich kurz sprechen. Ich weiß noch, dass ich kann mich an ein Foto erinnern, wo wir alle am Tisch saßen mit Jule und Rieke Brink-Avela. Mit ihr hatte ich ja gespielt, ne? Und da, siehst du, jetzt kommt es. Langsam sackert es wieder durch. Und ihr seid dann rübergefahren und da war Chaos, oder? Wurde ja auch abgebrochen. Also, zu diesem Spiel kann ich noch mal eine kurze Anekdote erzählen, zu diesem Turnier. wir haben erst Kantekoda gegeneinander gespielt. Stimmt. Das haben wir gewonnen. Allerdings war Jules für einen Ball vorne zum Blocken. Da kann ich mir sagen, wer das von euch beiden war. Hat Jules fast den Finger gebrochen. Dann war es aber so, dass die Quali nicht voll war. Und nicht nur nicht voll war, sondern gar kein Spiel stattgefunden hat. Aber Hauptsache in Kantrikuda. Sodass ihr quasi auch noch weiter mitspielen durftet. Und das Kantrikuda-Spiel umsonst war. Die Zeit haben Jules und ich dann genutzt, dort in ein Krankenhaus zu fahren, um Jules Finger zu röntgen, der dann aber irgendwie nicht gebrochen war. Dann haben wir da gespielt, keine Ahnung, gewonnen, verloren, tralala, es war Regen. Irgendwann haben wir auf jeden Fall wieder gegeneinander gespielt. Und wie das dann so ist, habt ihr natürlich das Spiel gewonnen. Wir waren auch, kann ich auch offen sagen, überhaupt nicht begeistert, weil wir euch ja theoretisch schon aus dem Turnier gekegelt haben. Ja. Sodass wir dann von Polen im Opel Corsa zurückgefahren sind, um dann noch nach St. Peter-Ording zu fahren, wo dann wir uns im Zelt eingespielt haben. Rausgegangen sind, eine Runde Baggertennis gespielt haben und wieder ins Zelt gegangen sind. Also die Woche waren wir auf jeden Fall bedient. Richtig sackig einfach dann gewesen, ja. Das stimmt. Wir haben ja auch noch das Country-Code, dann sind wir da glücklich reingerutscht und dann sind wir ja, also Rieke und ich sind ja dann auch noch so weit gekommen, ich glaube, wir sind Vierter geworden und sind dadurch noch zur EM gefahren in diesem Jahr, weil dieses eine Ergebnis so gut war und gereicht hat, damals noch, als es noch Masters gab, dass wir damals. Schönen Gruß geht raus an Anni Schumacher und Stefanie Hüttermann, mittlerweile glatt, die wir damals leider aus der Rangliste rausgeschossen haben und die mega fest auf uns waren, weil wir sie quasi mit einem Turnier, was wir zusammengespielt haben, überholt haben. Ich erinnere mich. Und die Bienen sind so tapfer jedes Turnier angefahren und leider hat aber unser Ergebnis irgendwie um ein paar Punkte gereicht. Ach Gott, ja, stimmt. Herrlich. Ja, und dann weiß ich noch ein Jahr in Timmendorf. War auch, deutsche Meisterschaften wurden wir auch immer vertröstet früh. Da haben wir auch gesessen und schön beim Frühstück, bei dem schönen Frühstück im Maritim, haben immer auf die Felder rausgeguckt, wo man ja so direkt. Aber da kann man ja ein bisschen sitzen bleiben. Ja, eben. Und da haben wir runtergeguckt und da war das ja auch so, dass irgendwie so eine Sturmflut über die Felder rüber geschwappt ist, dass die ganzen Felder weg waren und sozusagen die Felder dann von diesem Quer, was aufgebaut sind, auf längs, beziehungsweise das Parallel dann halt umgebaut werden mussten. Weil halt nicht mehr genug Ufer da war durch diese Sturmflut. Und da mussten wir auch, und da wurde auch das Turnier immer weiter nach hinten verzogen. Nur, dass bei Timmendorf halt einfach nicht so viel Puffer an Zeit übrig ist, wie bei euch in der EM war. Aber es gab schon große Momente. Ja, das stimmt. Dadurch, dass bei der EM
Ja, das stimmt. Dadurch, dass der Zeitplan dort ja gestreckter ist als sonst bei einem Turnier mit einem 32er Baum, da haben wir einen Tag mehr und den haben wir halt locker wieder reingeholt. Bei dem Timdorf war ich allerdings nicht da, weil ich habe eine U23 EM gespielt in Griechenland. So war das. Marika damals noch. Ah, okay. Ja, da haben wir, mussten wir uns quasi entscheiden. Wer war denn da noch mit? Carla und Britta waren mit. Deswegen war das, was war deren letztes U23-Jahr und ich bin ja 3 Jahre jünger als die. Und dann haben die da nämlich auch schon immer diese Toris Erwachsenparty-Scherze gemacht. Und Alex und Matze Penk waren noch da, die sind Zweiter geworden. Wer war denn bei den Männern? Das muss hier irgendwie Köhler-Rode oder so gewesen sein. Ja, sowas. Auf jeden Fall Stefan Köhler. Ich weiß nicht mehr mit wem, aber. Stefan war bei allen Turnieren mit dabei. Das ist so. Großartig. Ja. Hier wurde auch gerade geschrieben, Turniergeschichten sind super. Da müssen wir uns einfach eigentlich nochmal zusammensetzen, weil ich glaube, Turniergeschichten können wir großartige zusammentragen. Wir haben so viele. Ja. Wir uns einfach also sehen. Mir wurde übrigens noch als Frage zugetragen. Ich weiß nicht, wer Fest und Flauschig manchmal hört, aber die machen immer die großen 5. Und da wurde ich gefragt, die großen 5 Dinge, die am meisten nerven bei einem Turnier. Und? Können wir überlegen, ob wir darauf noch eingehen. Okay, ich schreibe mir das mal auf. Die großen 5, noch zum Schluss. Ja. 5. So, aber wir machen erstmal weiter im Plan. Also was die letzte Frage, die ich zur EM eigentlich noch hatte, ist... ja, mach weiter im Programm. Ja, die letzte Frage wäre, was ist... also, weil es war ja so gespalten. Also Carla und Juli sind halt nicht hingefahren, zum Beispiel dazu der EM, weil sie gesagt haben, sie finden es halt nicht in Ordnung wegen der Punkte. Und die Notwendigkeit sehen sie halt für dieses Jahr nicht. Wie siehst du das? Also ich bin da total neutral. Ich sage ja, vielleicht ist es halt schwierig, halt bei Corona sozusagen sowas durchführen zu müssen. Wiederum wirbt der Sport ja eh gerade so ein bisschen und all, was stattfinden kann, hilft dem Ganzen so. Wie ist denn da so dein Denken? Das wäre aber noch interessant für mich. Du hast wirklich nur gute Fragen mitgebracht. ja, also grundsätzlich ist es natürlich eine Frage, die jeder für sich entscheiden und beantworten muss, wie er das Risiko für sich einschätzt oder sieht. Ich selbst stand in so einer Phase einfach nicht die Lösung ist und man auch merkt, zum Beispiel auch eben jetzt bei Twitch, auch über die Beachliga, dass so neue Situationen auch einfach neue Chancen sein können, um da vielleicht auch in eine Lücke zu rutschen, wo der Sport noch ein bisschen in der Nische ist. Nicht, dass Beachvolleyball jetzt nicht der mega Nischensport ist, aber es können sich halt einfach Chancen auftun, dass man da eben durch die Übertragung, ich meine, man hat gemerkt, auf einmal kann jeder Court übertragen werden. In Timdorf wurde jeder Court übertragen, was wir vorher auch noch nicht hatten. Und deswegen sehe ich das halt so ein bisschen mehr als sich der Situation annehmen und das Beste daraus machen. Und dann muss es halt ein Hygienekonzept zu dem Turnier geben und es muss dann halt auch jeder für sich entscheiden, ob er das tragen kann oder nicht, das Konzept. Also für sich persönlich und seine Sicherheit. Ich muss dazu sagen, sie haben sich schon sehr konsequent dort an die Regeln gehalten. Also als Beispiel... wir sind ja dorthin geflogen und man musste zum einen einen negativen Test dort vorlegen und war dann nach Ankunft so lange in Quarantäne, bis ein weiterer negativer Test vorlag. Man wurde dort in ein Hotel am Flughafen zu Fuß hingeführt und dort wurde dann direkt ein Test gemacht und mit seinem Partner war man dann auf einem Zimmer, auf einem sehr spartanischen Zimmer und hat dort auf die Testergebnisse gewartet. Ob die 4 Stunden oder 8 Stunden gedauert haben, man hat dort gewartet, bis ein negatives Ergebnis kam. Wir zum Beispiel sind sehr spät abends angekommen. Bei uns haben sie direkt in das normale Hotel, also haben sie auch den Test gemacht in dem Hotel, dann haben sie uns über einen Hintereingang in das normale Hotel geführt, haben gesagt, wir gehen aufs Zimmer und wir dürfen erst dann raus, wenn wir einen Anruf bekommen am nächsten Morgen, dass wir negativ sind. Und dann wurden wir am nächsten Morgen um, keine Ahnung, 7.30 Uhr oder so, glaube ich, angerufen. Und ja, dann wurde uns halt gesagt, dass wir jetzt zum Frühstück gehen dürfen. Genau, also letzten Endes finde ich grundsätzlich ist ein Abwarten auf eine Situation, dass wir wieder mit 10.000 Leuten in Timmendorf eine große Party feiern,
nicht einfach die Lösung, also sondern diese Situation dauert einfach 1-2 Jahre an. Und da finde ich es toll, wenn es Köpfe und Gedanken gibt, die sich auch der Situation stellen, weil es ist einfach ein großes Risiko und es erfordert super viel Arbeit und auch super viel Koordination und Organisation, um da irgendwie ein Turnier auf die Beine zu stellen. Aber machen wir uns nichts vor, jeder hat es einfach vermisst, diesen Sommer, den ganzen Sommer Olympia zu gucken oder auch die Fußball-EM zu gucken. Also auch über das Fernsehen wird ja viel Emotionen übertragen, natürlich auch in den Stadien, aber ich selber sehe schon den Sport als große Verbindung, auch für die Kinder, die brauchen auch Vorbilder und alles, und deswegen sehe ich es im Großen und Ganzen schon sehr klar, dass man sich lieber der Situation stellt und Lösungen sucht und Hygienekonzepte vorlegt, und wenn dann jemand wirklich Bedenken hat und die dann vielleicht auch äußert und die halt nicht beseitigt werden können und sich dann entscheidet, nicht zu spielen, dann ist das halt für jeden dann auch eine Entscheidung, die man dann auch so akzeptieren kann oder soll. Ja, auf jeden Fall. Also bin da auch völlig vorurteilsfrei rangegangen. Ich habe jetzt einfach nur mal deine Sicht der Dinge gehört, aber ich finde halt auch, also wenn man halt was dagegen hat, dann hat man was dagegen, und dann ist es auch gut, wenn man sich halt dem entzieht, finde ich. Ich finde aber auch, dass jede Krise halt eine Chance mit sich bringt. Und wenn man da halt, wenn wir da alle vielleicht was draus gelernt haben, ist es halt. So, das war ein schönes Wort. Dienstag. Machen wir weiter. Gehen wir da von der Vergangenheit in die Zukunft. Ja. Jetzt als nächstes erstmal interessant, also theoretisch startet ihr ja wieder in die Olympia-Quali. Ja? Also eigentlich. Was denkst du denn? Runde 2, oder wie man es nennt. Take 2, Klappe so, zack. Glaubst du, dass es stattfindet, Olympia? Olympia an sich wird auf jeden Fall stattfinden, da bin ich mir sehr sicher. Die Frage ist eigentlich eher, unter welchen Bedingungen. Also, ja, das ist, glaube ich, unter welchen Rahmenbedingungen, mit welcher Anzahl von Teilnehmern, mit welchen, also Zuschauer kann man sich, glaube ich, schon eher von verabschieden. Aber auch die Signale, die wir jetzt vom IOC bekommen haben, ist, dass es eher quasi verschiedene Eskalationsstufen gibt, sodass die Spiele auf jeden Fall stattfinden und je nach Pandemielage eben sie immer mehr entweder eingedämmt wird, man extrem in eine Bubble vorher muss. Okay. Man muss auch sagen, für den IOC hängen sehr, sehr viele Gelder dran. Ich kenne da jetzt keine Summen, aber da wird schon sehr vieles drum getan, damit es stattfindet. Also absagen werden sie es auf alle Fälle von sich aus nicht. Wenn, dann wird das offiziell abgesagt. Genau, das, also da glaube ich auch, dass das halt von denen halt einfach, da hängt zu viele Kohle dran, als dass da irgendjemand was macht. Ich bin aber gespannt, weil wir bei einigen Disziplinen, jetzt also nur mal so Randnotiz, bei einigen Disziplinen sind einfach die ganzen Qualifikationsmodi halt einfach noch nicht durch. Und da bin ich halt auch ein bisschen gespannt, wie sie das machen wollen. Lassen wir uns mal überraschen. Aber zu eurer zu eurer Ausgangslage, wie ist die so? Also braucht man nicht um heißen Brei reden, sie könnte besser sein. Aber das könnte es immer sein. Die aktuelle Situation ist, dass es angekündigt sind 8 Turniere, also 4 Sterne, eventuell 5 Sterne. Und wenn man da optimistisch ist oder bleibt, gehen in die Olympia-Qualifikation 12 Turniere rein, und man könnte theoretisch sagen, es finden noch 2/3 der Olympia-Qualifikation statt. Ja. Sind das natürlich, ich sag mal, wenig Chancen, weil man halt direkt performen muss. Aber wir haben als Team ein Ziel, wir haben uns ein Ziel auf die Fahne geschrieben, wir brennen dafür und hauen alles rein. Und wir haben die Devise, die Dinge, die wir beeinflussen können, die beeinflussen wir. Das heißt, unser Spiel, unsere Ergebnisse, unsere Leistung und alles, was drumherum passiert, können wir sowieso nicht beeinflussen. Also wir haben einfach, die anderen beiden Teams sind auf jeden Fall vor uns, Borgarsuda auch ein ganz schönes Stück.
Und aber was die machen, können wir sowieso nicht beeinflussen. Es sind gute Teams und das ist die Konkurrenz in Deutschland. Aber trotzdem ist es für uns halt super wichtig, da unseren Vollgas zu geben. Und dann werden wir am Ende sehen, was bei rauskommt und ob da jetzt noch ein Turnier dazukommt oder wegfällt. Wenn ich mir anfange, da jeden Tag drüber Gedanken zu machen, werde ich bekloppt einfach. Auf jeden Fall. Nee, ich bin ja auch, also ich bin auch ganz schwer dafür und ich drücke euch die Daumen, dass ihr halt euch da mal nach vorne katapultiert, weil mich nervt das auch so ein bisschen, dass ihr sozusagen immer so Team 4 oder sowas gehandelt habt, gehandelt werdet. Deshalb von mir den Appell, strengt euch an. Ich bin ganz stark dafür für euch. Ja, aber so, dann schafft ihr jetzt nächstes Jahr Olympia, es findet statt. So ist der Plan. Und was kommt denn dann danach? Geil, Melli, also ich hab mich im Boot, ey. Ja, ich habe ganz klar den Plan gemacht, war jetzt abgesprochen. Also Olympia und was kommt dann danach, ist jetzt für mich interessant. Machst du nochmal 4, beziehungsweise sind ja dann nur noch 3 Jahre? Wir haben ja jetzt eins hinten liegen lassen. Machst du nochmal 3 Jahre oder wie ist so deine Sicht der Dinge? Die Frage kann ich dir jetzt nicht beantworten. Also ich gebe jetzt aktuell alles ein, was ich habe. Spannt mein Umfeld auch mit ein. Also ja, dadurch, dass ich, sage ich mal, privat eher in Berlin untergebracht bin, spannt es natürlich meine Beziehung mit ein, meine Familie und alles, die irgendwie da sehr viel Rücksicht nehmen und nehmen müssen. Und deswegen geht es da jetzt mit allem rein bis nächsten Sommer und dann muss man neu gucken. Also ob man weiterspielen möchte, ob man, gut, jetzt, also in einem dann 3-Jahres-Zyklus ist jetzt eher nicht so, dass man sagt, man tritt ein Jahr kürzer und guckt dann, wie die Lage ist, sondern ist eine, würde ich sagen, eine relativ offene Situation, auch wie sich der Sport entwickelt, wie entwickeln sich die Situationen im Verband. Es war jetzt auch nicht alles einfach in den letzten Jahren, deswegen, man hat halt auch viele Altlasten mit sich dabei und ja, ich glaube, für mich ist es erstmal wichtig, da jetzt den Fokus auf die nächsten 10 Monate zu legen und das, was dann kommt, ist erstmal offen. Ist auch richtig. Die Frage musste ich stellen, die musstest du über dich ergehen lassen, aber ich verstehe total, dass du jetzt erstmal den Fokus jetzt sozusagen auf das nächste Jahr legst und dann da ist auch alles gut, dass du dich stellst. Ja. Das interessiert ja auch alle. Also vielleicht kann man ja mal was rauskitzeln. Ja. Vielleicht auch nicht. Aber ich bin gespannt. Also, wie gesagt, Stanzi schreibt doch, irgendwo in der Zukunft steht auf jeden Fall noch ein gemeinsames Turnier. Ja, also Biene gab es ja früher nur mit meiner älteren Schwester. Ja. Da hat sie recht, das hätte ich wirklich erwähnen können. Ja. Aber das steht sicherlich auch noch irgendwo in der Zukunft. Ja, naja. Also das Pflichtprogramm. Aber ich meine, zusammenspielen, Stanzi ist ja noch ein bisschen jünger. Zusammenspielen ist ja da noch ein bisschen, also ich habe da ja noch Optionen. Ja, also ja. Du bist ja auch noch jung. Stanzi ist halt auch viel jünger. Gemüse. Ja. Ich bin halt auch 24, ne? Ja, eben. Du bist ja für immer 24. Also ist Stanzi. Wie, also wie Lars Flüngen sagt, ich bin für immer 15. Okay. Der ist noch jünger. Der, weil wir uns mit 15 kennengelernt haben im Internat oder in eine Klasse gegangen sind. Und seitdem sagt er einfach immer, ich bin 15. Der gratuliert mir auch jedes Jahr zum 15. Geburtstag. Großartig. Wie viel jünger ist denn Stanzi? Ja. Stanzi, wie viel jünger bist du denn? Wenn Tore für immer 24 ist, bist du schon 5 Jahre, dann ist sie 19, siehst du? Dann könnt ihr quasi fast noch Jugendwettkämpfe mitmachen. Nochmal eine U25 spielen. Genau. Aber wenn wir so schon bei Partnerkonstellationen sind, ist eigentlich eine gute Überleitung. Deine Partnerkonstellation dann irgendwann später zu Stanzi, will ich eigentlich auch dich nochmal, weil es halt einfach gerade in aller Munde ist, zu der aktuellen Lage in Deutschland fragen. So, wie ist, wie denkst du so über die neuen Konstellationen? Gehen wir erstmal die Männer durch. Dollinger Becker zum Beispiel. Dollinger Becker ist richtig. Ja, Paul, mein guter alter hessischer Kollege. ja, also ich finde grundsätzlich ist, habe ich sehr großen Respekt vor Paul als Spieler. Ich finde, dass er sich sehr, sehr viel erarbeitet hat und erstmal
eigentlich jeden seiner Partner in gewisser Weise besser macht oder durch seine Ruhe und Erfahrung, die er ausstrahlt, einem Spiel Sicherheit gibt. Und ich glaube, jeder, der mit ihm spielen kann, sich erstmal glücklich schätzen kann. Ja. Und Armin ist, glaube ich, auch schon deutscher Meister gewesen. Also ist, glaube ich, eine Konstellation, die echt gefährlich werden kann. Also Paul ist ja dann wieder voll in der Abwehr. Was, wie wir alle wissen, seine Vor- und seine Nachteile hat. aber grundsätzlich halte ich die beiden für, also auf der deutschen Tour auf jeden Fall für eine gefährliche Konstellation, auch mal für die guten Teams. Aber ich glaube, sie wollen auch international also angreifen. Das will ich gar nicht sagen, für die Teams, die oben weiter oben stehen. Ja. Also ich glaube, sie wollen aber... Ah ja, cool. Ja, genau. Bin ich mal gespannt. Dann ist Jürgen Kulzer. Was sagst du dazu? Ist ein neues, junges Team. Ich glaube, Dan spielt jetzt Block. Simon wehrt ab. Denn ich finde, es wird auch eine ganz interessante Sache so für den Jugendbereich, wenn Dans C endlich mal eine ganze Saison hält. Habe ich nicht ganz so viele Aktien drin, sagt man naja so gut. okay. Kann ich gar nicht so viel zu sagen. Also Simon Kulzer habe ich nicht so viel einfach spielen sehen, dadurch, dass wir nicht viel auf der deutschen Tour waren, ebenso wie Dan. Ich weiß, dass Dan sehr, sehr großen Ehrgeiz und Motivation mitbringt. Das finde ich immer erstmal eine sehr, sehr gute Eigenschaft und hoffe dann, wenn er da was mit dem C hatte, dass ihn das nicht immer zu früh anfangen lässt. Ja, aber kannst du aus eigener Tasche beraten. Zu der Konstellation nicht sagen. Ja, komm mal zu den Frauenteams, da kennst du dich besser aus. Was sagst du denn, also Tillmann, Behrens Tillmann haben ja eigentlich den Vize-Europatitel dann jetzt gewonnen und jetzt trennen sie sich. Erstmal kannst du es nachvollziehen? Also erstmal wollte ich noch dazu sagen, dass Sinja und Kim wirklich eine großartige Europameisterschaft gespielt haben. Also beziehungsweise sich schon über das Jahr auch angekündigt hat, was für ein Grundniveau sie spielen können und sie dort echt ein sehr, sehr gutes, stabiles Niveau abgerufen haben. Und da auch wenn sie zwei Abwehrspielerinnen sind, mit ihrem Sideout-Druck, mit ihrem stabilen Sideout und dem Aufschlag echt ein gutes Spiel abgeliefert haben, sehr gutes Turnier. Und dann die Trennung. Ich kann das von Sinja schon auch verstehen, dass sie da den Wechsel anstrebt und da gerne auch, wo sie sich so entwickelt und präsentiert hat, die Chance ergreifen möchte. Mit einer jungen Spielerin, die auch, wie wir alle gesehen haben, sehr, 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 sehr viel Talent mitbringt und sehr viele gute Eigenschaften. Ich weiß noch, als ich das erste Mal sie so gesehen habe in Düsseldorf, habe ich gedacht, okay, alles klar, da kommt echt was. Und also einfach mit ihren Eigenschaften auch der Größe und aber eben nicht nur der Größe, sondern ich finde, sie bewegt sich schon echt ganz gut geschmeidig, sie beobachtet ganz gut, sie hat kein schlechtes Ballgefühl und das sind so Kleinigkeiten, die einer großen Spielerin nicht einfach mitgegeben sind und ich habe sie jetzt auch in Hamburg mal ein bisschen mal öfters gesehen und an sich sehr demütig, kann sehr, glaube ich, sehr gut an sich arbeiten und ich kann die Chance total verstehen von Sinja und ich hoffe, dass die beiden, weil die auch keine leichte Zeit zusammen hatten und dann sicherlich auch sehr zusammengewachsen sind, sich da irgendwie in gewisser Weise im Guten, sofern das halt geht, getrennt haben und jeder ja für sich da seinen Weg weitergeht. Ja, ich bin da auch, also egal, ich bin auch, eigentlich kann das Ganze nur gut werden, wie jetzt Sinja bringt ja jetzt schon ein paar Jahre Erfolg mit, Erfolg auch. Aber ja. Erfahrung vor allen Dingen in erster Linie. Und ich glaube, dass Svenja ist halt, also wie gesagt, ist halt die sehr ruhige Große, die halt wirklich, glaube ich, viel aufnehmen wird und halt sehr dankbar darüber ist, was da halt alles so passieren kann in nächster Zeit. Aber es gibt ja noch eine zweite in dem Bunde, die jetzt alleine ist und nun, also wahrscheinlich nehme ich schon die Antwort vorweg, aber nur brandaktuell hat ja nun Sandra Hittlinger sich von Chantal Laboureur getrennt. Die arme Shanti sitzt halt wieder da und hat wieder keine Partnerin. Was denkst du, wer ist Sandras neue Partnerin? Und Frage wurde auch gestellt, schon oft im Chat, hat Chantal schon dich angerufen, wovon ich aber eigentlich ausgehe, nein. also
ist ja jetzt irgendwie immer ein bisschen schwierig aus einer vermeintlichen Konkurrenzsituation das zu beurteilen. Jeder wird da schon seine Beweggründe haben bei jeglichen Spielerkarussells, die sich hier in den letzten 2-3 Jahren abgehalten haben, haben Isa und ich da ja relativ entspannt die Zuschauerrolle eingenommen und sind da lieber bei unseren Dingen und Aufgaben geblieben. Das ist auch weiterhin der Fall, weil für uns auch unter anderem, also abgesehen davon, dass es gar nicht zur Frage steht, aber unsere Loyalität und das Team da sehr über den Dingen steht. Es ehrt euch im Übrigen. Im Großen und Ganzen tut es mir natürlich für Chantal sehr leid. Ich kenne sowohl bei der letzten Trennung von Juli als auch jetzt von Sandra kenne ich an sich keine Hintergründe, als dass ich da jetzt irgendwie mir eine Meinung äußern kann oder vielleicht es auch sicherlich dann nicht öffentlich tun würde. Insgesamt weiß man nicht. Es gibt wie bei jeder Trennung irgendwie immer zwei Seiten, die dahinter irgendwie ihre Beweggründe haben. Natürlich tut es mir super leid. Chantal ist eine sehr, sehr ehrgeizige Spielerin, hat gezeigt, dass sie auf Weltklasse-Niveau spielen kann. Trotzdem muss es irgendwie einen Grund geben, dass sie dort nicht die Zukunft gemeinsam weiter gesehen haben oder Sandra das nicht gesehen hat, was mir grundsätzlich leid tut, weil ich an eine viel Energie glaube, die einfach aus einem stabilen Team hervorgehen kann. Eine Lösung, mit wem Sandra spielen kann, ich meine, es gibt ja nicht viele, das braucht man jetzt irgendwie nicht groß um den heißen Brei herumzureden. Ich habe selber schon gedacht, bevor die Trennung bei den beiden kam, okay, mit wem kann Kim eigentlich spielen? Gerade dann noch, wer international spielt. Klar denken viele, ob jetzt Kim und Sandra spielt. Ich weiß gar nicht, ob schon irgendwas irgendwo veröffentlicht ist. Es sind auch alles irgendwie immer Mutmaßungen. Bisher noch nicht. Wir haben noch das Junggemüse. Gibt es noch nichts, nehmen. Wir haben noch das Junggemüse in Stuttgart, was da irgendwie immer bereitsteht. Schwer zu sagen, auch für Chantal schwer zu sagen. Sie ist halt auch ein hochintelligenter Mensch, macht ein Medizinstudium. Die hat auf jeden Fall auch noch weitere Berufungen in ihrem Leben. Deswegen, ich kann da echt nicht groß was zu sagen. Chantal wird auf alle Fälle ihren Weg gehen. Ich bin gespannt, wie gesagt, was da das Ganze geht. Ich habe bei Sandra witzigerweise für das Format ja schon vorher angefragt, bevor das Ganze sozusagen gedroppt wurde, dass halt sie sich trennen. Und habe dann jetzt nochmal aus Anlass nochmal nachgefragt, ob sie vielleicht auch bereit ist, hier nochmal mitzumachen. Und dann, sie meinte, sie ist auf alle Fälle interessiert und sie kommt auch irgendwann. Ich sollte mich sozusagen noch ein bisschen in Geduld üben, weil sozusagen das Ganze erst noch pressemäßig ein bisschen aufgearbeitet werden muss. Und deshalb müssen wir noch ein bisschen die Füße stillhalten, Mutmaßungen betreiben, aber Also ich bin gespannt, was mit den beiden wird. So eine Trennung kann ja natürlich auch immer wieder eine Chance sein, wie in allen Lebenslagen. Also, wo was schlecht ist, kann was gut sein. Wir sehen das Positive. Ja. Grund auf positiver Mensch. So, das war eigentlich so meine letzte Frage. Jetzt haben wir noch Zuschauerfragen. Ich mache die mal kurz durch. Also eine eigentlich nur. Welche Sportart ist dir nach Volleyball am liebsten? Weil ich habe jetzt auch gesehen, du boxst ja jetzt gerade. Isa schwimmt, der kleine Goldfisch. Und ihr probiert euch jetzt gerade so ein bisschen an den Sportarten aus. Was ist dir am liebsten? Ich muss sagen, ich mache echt viele andere Sportarten super gerne. Das mit dem Boxen kam jetzt auch nochmal um nochmal einen anderen Reiz zu setzen. Und es ist auch echt cool, es macht echt Spaß vor allen Dingen. Also es ist sau anstrengend, gerade auch, es ist ja auch noch Kickboxen. Ist koordinativ hoch anspruchsvoll, aber habe ich vorher noch nicht gemacht, würde ich auch, werde ich sicherlich auch noch ein paar Mal machen, aber gerade passt es noch ganz gut rein, aber irgendwann wird das Training ja auch immer spezifischer. Was mache ich sonst für Sportarten gerne? Also das klingt jetzt blöd, aber ich bin super gerne in der Natur und wandere gerne, also beziehungsweise erkunde zu Fuß die Natur, ob das jetzt ein Sportart ist, Fahrradfahren, irgendwie hatte ich, meine Beine sind zu lang für diese Fahrräder, da kriege ich immer Rückenschmerzen. Aber ansonsten doch eher so die Spielsportarten, Badminton finde ich cool, Tennis macht mir Spaß, ja, von Grund auf, irgendwelche Spiele gegen meine Geschwister im Garten sind auch immer gut.
ja, genau. Okay. Ich muss, wenn du eine Empfehlung haben willst, ich habe jetzt auch überlegt, also ich habe über Football einmal nachgedacht, das zu spielen, aber ich glaube, ich habe Angst, ein bisschen mich auseinanderzureißen zu lassen. Aber was ich drüber nachgedacht habe, wäre Baseball. Das fände ich auch so ein bisschen spannend. Ob ja, man das... boah, nee. Nee? Echt? Ja, ging mit nee, so also Football, das Problem, was ich so ein bisschen habe mit diesen Körperkontaktsportarten, also ich würde fast sagen, ich bin ein bisschen zu ein Mädchen dafür. Ich finde es ein bisschen ungewöhnlich, da so rumgeschubst zu werden. Also ach, komm. Ich glaube, beziehungsweise habe ich irgendwie so ein bisschen Angst davor, dass ich dann irgendwie auch mal böse zurückschubsen will. Und das kann dann bei mir auch mal irgendwie ein bisschen doller enden. Und, das muss aber auch so sein, Tori. Das, ja, das ich ist, weiß, also... Das ist das Aggressionspotenzial, ja, was man aufbauen also, muss. Ja, dein Abrollpotenzial weiß ich auch, wenn du dich an unsere Joggingrunde erinnerst. Ich habe eigentlich drauf gewartet, bis es kommt jetzt. Wir waren laufen. Ja, die Geschichte muss einfach sein. Wir waren laufen so durch den Wald und es ist in Berlin, aber jedes Mal, wenn ich an dieser Stelle bin, muss ich so lachen, weil Melli fliegt halt über so eine Wurzel und statt wie all wir anderen wie so ein Hund nach vorne zu fliegen, rollt sie sich irgendwie so über so eine Seite ab. Und steht auf und joggt einfach weiter mit uns. Ja, ich könnte mich heute immer noch totlachen. Ich habe mich noch ein bisschen geärgert in dem Moment, dass ich mich dreckig gemacht habe. An der Schulter. Dass ich überhaupt auf den Boden aufgekommen bin. Ja, das ist vom Eishockey übrig geblieben. Das ganze Meisterwerk. Ja. Aber war das stimmt. Das war aber auch glatt. War ein bisschen Schnee. Wir mussten im Winter joggen. Das war alles nicht. War das im Winter? Ich dachte, es war eine Wurzel. Das war eine Wurzel. Und da so ein bisschen Winterboden. Also das war schon eine ganz gemeine Kombi, war das. Und ich hatte, glaube ich, auch noch eine helle Jacke an oder sowas. Also ich hatte den Matschabdruck ewig lange auf der Schulter. So, dann können wir aber jetzt zu deinem Vorschlag, finde ich noch gut, bevor wir hier meinen. Ich habe noch ein Spiel vorbereitet. Vorher würde ich dann wahrscheinlich nochmal Werbung einblenden. Aber ich habe ein Spiel vorbereitet und vorher machen wir also bei meinem letzten Spiel, was ich spielen musste. Ja. Da musste ich Isa malen. Das mache ich auf gar keinen Fall nochmal. Das ist katastrophal. Da hatte ich einen roten Edding. Ja. Das mache ich auf gar keinen Fall nochmal. Nee, nee. Ich hoffe, ich muss nicht malen. Nee, also malen musst du nicht. Ich habe hier so, wir kriegen ja jedes Jahr in Timmendorf, kriegen wir doch dieses Quartett. Obwohl, letztes Jahr haben wir das nicht gekriegt, ne? Also wir kriegen doch immer dieses Quartett dann ausgehändigt über die einzelnen Spielerarten, weil die kommen direkt, jetzt mache ich eine Schleichwerbung, kommen direkt nach der immer Auswertung der Spieleranalysen. Wie genau und sowas das jetzt ist, weiß ich nicht genau. Ja. Wie gesagt, manchmal haben auch Leute nur ein Spiel auf dem Center Court gehabt, deshalb sind hier ein bisschen utopische Werte. Und da werde ich so ein bisschen Vergleiche anstellen, also jetzt ein bisschen raten. Das ist, ja, aber vorher machen wir jetzt noch die großen fünf, die du angesprochen hast. Ja. Okay, also die großen fünf ist die großen fünf Dinge, die bei einem Turnier am meisten nerven. Ich freue mich übrigens, ich hoffe, es gibt auch Fest- und Flauschig-Fans hier. Aber ja, wollen wir die großen fünf, die am meisten nerven, oder gibt es andere große fünf? Nee, die großen fünf, die am meisten nerven, glaube ich, ist eine ganz gute Richtung. Beim Beachvolleyball-Turnier. Okay. Ja. Machen wir mal fünf. Okay, da muss ich mal kurz überlegen, was auf jeden Fall nervt. Wir können die ja auf alle Fälle zusammentragen. Ich glaube, fünf. Wenn wir zusammen, dann kommen wir eher auf fünf, als wenn wir jetzt eins sind. Weil wir halt beide so optimistisch und nette Menschen sind, ja, wird das halt schwierig. Aber Wetter ist raus, oder? Also Wetter nehmen wir nicht mit rein. Nee, Wetter. Wir sind Autosportler. Genau. Irgendjemand schrieb auch vorhin von wegen hier, Wind ist auch nur eine mentale Sache, weil haben ja beide Wind. Also von wegen nur derjenige, der mehr über Wind kotzt, der spielt schlechter. Nee, Wetter ist egal. Zu kalt? Ja, und die Beine in die Hand nehmen ist bei Wind auf jeden Fall auch beliebtes Mittel. Das stimmt. Hilfreich. Flanken schießen fällt mir auch als Geschichte gerade nebenher ein. Wir müssen mal wieder eine Runde Flanken schießen. Oh, Flanken schießen, Mehl. Oh. Naja, das wäre meine Lieblingssportart natürlich, aber wir haben zu viele Anekdoten hier für die Flanken schießen auf jeden Fall auch. Kurz Flanken schießen erklärt. Müssen wir mal ein Video irgendwann von drehen. Ich wollte gerade sagen, wir müssen noch mal ein Revival starten. Ich soll kurz Flanken schießen erklären? Ja, mach mal. Ich überlege. Okay. Also, Melli und ich haben Flankenschießen geliebt, weil wir, glaube ich, uns auch immer als kleine Fußballprofis gesehen haben. Jule Grossner auch noch groß mit dabei auf jeden Fall. Und in Berlin
sind beim Training immer, da war immer so ein Hügel hinter dem Training und da sind hinter dem Feld und da sind oft die Bälle so hingeflogen. Und Bälle sammeln an sich war uns irgendwie ein bisschen zu langweilig und dann haben wir eigentlich immer die Bälle einfach als Flanken zurückgeschossen Richtung Ballwange. Es war eigentlich doppeltes Bälle sammeln, aber es musste einfach Flankenschießen sein. Und als wir uns dann zur Beachliga gesehen haben, war auch sofort eigentlich die Sache klar, dass wir wieder Flankenschießen müssen. Ja, leider bist du halt vorzeitig abgehauen, Mensch. Aber ja, Entschuldigung. Wen man bei Flankenschießen auch noch wirklich lobend erwähnen muss, ist halt Kira Walkenhorst. Ne? Das ist halt auch ganz groß. Ja, das stimmt. Ganz große Flankenschießerin. Also da haben wir früher, wenn wir zu Internatszeiten Fußball gespielt haben, haben Kira und ich immer versucht, dass wir in einem Team sind, wenn wir so auf Kleinfeldtore oder so gespielt haben. Aber im Laufe der Zeit wurden wir doch irgendwie eher mal getrennt, weil, ja, wie man so diese jungen Volleyball-Internate noch kennt, sind da alle immer eher groß und üben sich noch im Bewegen. Und wenn dann zwei, die ein bisschen besser mitspielen können, dann auch noch in einem Team sind, dann wird es irgendwie unfair. So zurück zu den großen Fünf. Ich habe hier übrigens, ich habe mal versucht so ein bisschen. Also ich bin jetzt bei 5-4, also 5-4-3 habe ich voll. Also 5 ist meiner Meinung nach immer, wenn dieses Not for Time nicht hinhaut. Wenn du dich einstellst auf ein Spiel und das hat aber so viel, das Ding leckt so lange, dass es halt einfach schon 1 oder 2 Stunden die Spiele hinterherhängen und du dann denkst, okay, gut, mache ich mir jetzt um 3 warm oder um 5 warm, dann wird der Spielplan wird nicht angepasst und du stehst halt die ganze Zeit da und denkst so, wann denn jetzt? Also das nervt. Ja, ich dabei. Also ich wollte auch sagen, hatte auch auf jeden Fall Verzug. Also irgendwie zeitlichen Verzug im Kopf, dass das nervig ist. Ja. Da sind wir uns einig. Ja. Hier ist bei mir Spielerzellchaos. Weil manche Spieler halt einfach, also ich weiß nicht, ob die zu Hause auch so leben, aber das geht, also wenn man manchmal in eine Spielerzelt reinkommt, denkt man, da ist nicht nur eine Bombe explodiert, sondern das ist Kernreaktorschmelze da teilweise wirklich, was da passiert. Da liegen die Bananenschalen auf dem Boden, also nicht ein bisschen Ordnung. Dann irgendwo hier, also dass man halt so ein bisschen, dass da Leute explodieren mit ihren Sachen, das ist in Ordnung, aber da liegt Müll rum, dann hier mal eine benutzte Gabel und so weiter. Teilweise wirklich auch eklig. Also es hat so ein bisschen was vom Messitum einfach in dem Moment, wenn man da in so eine Spielhalle reingeht, finde ich. Also so eine Spielerzell-Ding. Dann drittens ist bei mir Schiris falsch pfeifen, hat hier Romy jetzt auch schon im Chat geschrieben. Schiedsrichter, die 12-Sekunden-Regel vorm Aufschlag halten wollen, nerven, das gehe ich auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall. Schlechtpfeifen und diese Darf ich dazu sagen? In Timmendorf hast du Manny die ganze Zeit zum Schiri gebrüllt, wir sind doch ja nicht auf der Flucht. Das war auch eine Katastrophe. Wer hat denn da gepfiffen nochmal? Wer hat denn da gepfiffen? Ich weiß nicht mehr. Ich will auch ich selber, keine Ahnung, ich will den Schiris gar nicht zu nahe treten, aber es ist schon sicherlich mühsam, wenn da manche Dinge im Vordergrund gespielt werden, das ist sicherlich unangenehm. Das mit der 12-Sekunden-Regel muss ich sagen, ich finde das in Deutschland, ich will jetzt nicht immer dieses Deutschland und Internationale, aber das ist in Deutschland echt super lax gepfiffen, also von daher muss ich sagen, habe ich da noch nicht so richtig erlebt, dass da in Deutschland das extrem durchgeführt wurde. Ja. Aber ja. Ah, also ich find mich mal ein bisschen gestresst. Aber Schiri, das verstehe ich auch. Du bist auch nicht mehr die Jüngste. Aber ich bin ja, was haben wir gesagt? Ich bin, du bist 24, ich bin 28, 29. Also. 28. Ja. Ich komme jetzt auch bald in das Alter, da werde ich 12-Sekunden-Regel, glaube ich, auch nicht mehr mögen. Ja, ab einem gewissen Punkt möchte man auch einfach mal atmen. Und vor allen Dingen finde ich es so ein bisschen Fingerspitzengefühl halt immer, wenn gerade siehst, dass halt so ein langer Ballwechsel war und alle vier am sich kurz davor sind, auf die Zunge zu treten, dann pfeife ich das Ding jetzt nicht nach 12 Sekunden an, verflucht. Ja, so nämlich. Also wenn der Aufschlag verschlagen ist, okay, da brauche ich jetzt keine irgendwie große Besprechungstirade, aber wenn irgendwie alle vier keuchen, dann kann ich auch mal 3 Sekunden länger laufen. Ja, eben, denke ich auch. So, jetzt brauchen wir noch 2 und 1. Also ich hatte auf jeden Fall noch das bin ich gespannt. Dinge, die nerven, sind, wenn es einfach keinen guten Kaffee in der Gegend gibt. Okay.
Ja. Also weder im Spielerzelt noch irgendwie. Ich muss sagen, die würde ich aber ein bisschen weiter unten einranken als deine. Also nicht ganz so, ja, nicht ganz so hoch, oder? Was denkst du? Ich bin ja eh kein Kaffeetrinker. Deshalb ist mir jetzt Kaffee erstmal wurscht. So. Deshalb bin ich da jetzt nicht drauf gekommen. Aber ich verstehe natürlich. Ja gut, dann ist das eher so mein Problem. Was nervt denn sonst noch? Was auch ein bisschen nervt, also ich komme wahrscheinlich sogar auf mehr vor, also aber ein Thema Verpflegung nervt mich halt, wenn es halt zum Mittag irgendwie nur Nudeln mit Sahnesoße gibt. Das ist so bei 40 allgemein Grad, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, jetzt ist sie wieder so picky, wenn sie die Verpflegung anspricht, aber dann bin ich ja dankbar, wenn du da auch mit dabei bist, auf jeden Fall. Ich bin ja auch Fleischfresser und Gluten vertrage ich wahrscheinlich, vielleicht, hoffentlich und so weiter. Also da bin ich ja, ich komme vom Dorf. Ich habe einfach gelernt, dass man alles isst, was auf den Tisch kommt, dann mache ich auch. Dass man halt gewisse Sachen reduzieren muss und vernünftig essen, das habe ich mittlerweile auch gelernt. Aber theoretisch bin ich jetzt nicht total anspruchsvoll. Und ich bin halt auch noch ein Ossi, ne? Also ich esse das, was mir vor die Nase gesetzt wird. Und jeweils aber. Ja, aber irgendwie dann, man kann ja relativ leicht ein paar Sachen eingrenzen. Ja. Ja. Also ich finde halt einfach, man weiß ja, was man beim Sport, und wenn es halt Reis oder Nudeln, aber mit einer gewissen Soße, die halt nicht aus Sahne besteht bei 40 Grad, die halt dir quasi auf dem Weg in den Magen noch flockt. Ja. Das ist halt nicht in Ordnung. So. Und das nervt mich halt immer so ein bisschen. Ja. Also hier wurde gerade, habe ich gesehen, weil so als Idee, also was mich auch super nervt, ist kein Warm-Up-Cord. Ja. Beziehungsweise keine Warm-Up-Möglichkeiten. Ich weiß, das lässt mit dem Alter nach, aber das finde ich noch irgendwie dankbar, wenn das einigermaßen gelöst ist. Oder jetzt zum Beispiel bei der EM mit diesen 10 Teams auf einem Court. Das ist so nervig, dass man eigentlich wieder sagen könnte, komm, wir machen das einfach gar nicht. Also wir gehen woanders hin. Mhm. Ich habe noch einen guten Punkt. Und warte, mach erstmal. Ja, hau raus. Mein Punkt ist Toiletten am Arsch der Heide. Das ist mein großes Problem. Wenn du halt noch so 10 Minuten bis zum Spiel hast und die nächste Toilette einfach ein halbes Jahrhundert in die nächste Richtung ist. Ja. Da kannst du nicht einfach nochmal schnell hinrennen. Ja. Das schaffst du nicht mehr. Da bin ich auch vor allen Dingen, wenn ich zurückkomme und ich bin hin und her gerannt, bin ich im Arsch. Also kann ich ja nicht mehr. Da brauche ich mich nicht mehr aufs Feld stellen. Wenn ich, halt ein bisschen, ich weiß halt, da gibt es so ein paar Turnierorte. Das ist immer ein bisschen Katastrophe. Gibt in St. Peter-Ording ist es hinterm Spielerzelt, das geht noch. Aber ich überlege gerade, wo es, ich glaube, Sinnowitz? Also ich weiß, irgendwann war es mal Fehmarn ganz schlimm früher. Das stimmt. Ja, also ich weiß, Sinnowitz zum Beispiel war jetzt auch so, da konnten die, weil der Strandabschnitt so schmal ist dort unten, konnten ja keine Toiletten mehr aufstellen. Und das heißt, du musstest immer über die Düne dann dahin laufen, was okay ist. Aber es ist halt auch einfach ein ganz schönes Stück gewesen. Jetzt überlege ich, was noch der zweite Austragungsort war, wo man wirklich einfach, also gefühlt bin ich da 8 Minuten hingegangen. Jedes Mal zum Klo. Und vor allen Dingen, ich bin ein Kandidat, ich gehe halt noch 3-mal vorm Spiel. Jeder, der mit mir schon mal gespielt hat, weiß das, dass er mega genervt irgendwann ist, weil ich halt einfach sage, ich muss noch mal. Aber es gibt halt, das ist halt wirklich so ein das wichtiger Punkt für mich. Aber du wolltest auch noch was, du hattest auch noch irgendwas. Ja, auch großer Nervfaktor. Ich hatte auch noch, Warte, ich hatte auch jemand geschrieben. Ich glaube, das ist ja irgendwie außer, ich habe hier was gelesen von wegen pöbelnden Zuschauern. Ja. Unter der Gürtellinie. Also das muss ich auch sagen, das ist einfach super nervig. Also ich habe das halt auch mal erlebt, dass da irgendwie man zum Aufschlag geht und dann sagt halt einer, boah, ich bleib hier noch ein bisschen stehen, um ein paar geile Ärsche zu sehen. So. Also ich bin jetzt nicht die Feministin vom Herrn, aber das sind so Dinge, die kann ich auch für mich behalten. Also, auf jeden Fall. Da habe ich mal einen Fotografen übrigens, einen Fotografen erlebt, da war ich gerade beim Anschreibertisch. Und die Mädels haben vor mir angefangen zu spielen und da war, weiß ich noch, war in Dresden, es war kaltes Wetter, alle hatten lang an
Und zwei Herren haben sich unterhalten. Ich weiß gar nicht, wer der zweite Herr war. Der eine war auf alle Fälle Fotograf. Und dann ging halt so die Konversation rum von wegen, ja, wie ist heute mit Fotos? Ach, scheiße, ist Kackwetter. Die haben ja alle lange Hosen an. Und ich sage, okay. Super. Ich so, also du machst auch die Fotos wegen des Sports. Ja, ja. Vielen Dank dazu. Ja. Ja, also, danke für nichts. Ja. Also, vielen Dank. Klar, keine Frage, dass das irgendwie in den Sport dazugehört, aber nichtsdestotrotz ist da, glaube ich, pöbelnde Zuschauer, keine Ahnung, wir sind jetzt nicht im Fußballstadion, aber da mal irgendwie an sich, wenn es um den Sport geht, mal irgendwie ein Pöbel rein, okay, ne? Aber unter die Gürtellinie bei den Frauen muss dann vielleicht nicht ganz so. Ich glaube, da sind wir auch mittlerweile in einem Alter, wo es uns beide halt auch einfach nicht mehr juckt. Ich weiß noch, dass ich halt, wie alt war ich da? 2007? Ja, da war ich 20 oder sowas, also Anfang 20 ungefähr. Da stand mal jemand hinterm Feld und ich habe halt gehört, wie derjenige zu mir Pavian Arsch genannt hat, wo ich dann nachher auf mich umgedreht habe und gesagt habe, was geht dir denn eigentlich? Das war noch so ein Alter, wo ich sage, okay, das hat mich so ein bisschen berührt in dem Moment. Habe ich dann aber ganz, ganz stark erklären lassen von einem guten Freund, der über 2 Meter groß war, der da mitgespielt hat. Aber ansonsten ist das, man hört es auch erstmal gar nicht so richtig aus der großen Kulisse, finde ich. Und also ich mittlerweile habe, glaube ich, jede Beleidigung schon mal gehört, deshalb ist das in mir auch Wurst. Ja. Wobei ich sagen muss, dann fast lieber ehrlich ans Feld stehen und was rausschmeißen, raushauen, als jetzt irgendwie sich hinter einem sozialen Netzwerk verstecken und irgendwie, ja. Aber ich muss sagen, das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie zum Turnier fahre und denke, boah, heute wieder kein Bock auf die pöbelnden Leute da. Da muss ich sagen, ich mag das Beachvolleyball-Publikum sehr. Es ist ein Fachpublikum häufig und ein sehr angenehmes Publikum, deswegen. Das stimmt. Ist das vom Nervfaktor okay? Ja. Was eher nervt, ist irgendwie, wenn. Nee, sag ruhig, ich hab nix. Was ich irgendwie eher nervig finde, ist, wenn es irgendwie 13 Grad ist oder nee, 15 Grad ist, strömender Regen und jemand vorbeikommt und sagt, es ist übrigens 15 Grad in Langspielen und selber in Regenjacke, langer Hose und Schuhen vor einem steht. Ja, so. Die Aussage, es ist da, warm. Genau. Immer wieder beliebt. Es ist warm, Mädels. Ja, nein. Ist es auf gar keinen Fall. Du hast auch noch den Pullover an. Ich ziehe mich jetzt hier nicht im Bikini-Hose aus. Also. Ja. Und was auch noch super nervig ist, das kommt bei mir mit ganz, ganz weit nach oben, ist, das passiert uns, passiert also vor allen Dingen international total häufig, wenn die Spielansetzungen super spät erst abends rauskommen. Also es ist klar, dass am nächsten Morgen um 8 oder um 9 oder so Spielbeginn ist und dann kommt halt erst abends um 9 oder um 10 die Spielansetzung raus und wir gucken schon meistens Videos, beziehungsweise die Trainer gucken viel in der Nacht dann Videos und man selber kann irgendwie nicht mehr richtig gucken. Das ist echt super nervig, vor allen Dingen, wenn man irgendwie um 17 Uhr einschreiben hatte und klar ist, dass irgendwie alle, welche Teams da sind und welche nicht, oder dass natürlich alle da sind. Das stimmt. Also wir können uns einigen auf Mängel der Durchführung. Das nervt halt auch wie Sau. Genau, hier fragt Hitsmart, fragt noch, ob wir, wie es euch uns gefallen würde, wie die Jungs in kurzen Hosen à la Tom Selleck zu Magnum-Zeiten, ich weiß nicht, ob du noch Tom Selleck im Magnum kennst, spielen würden und nicht in den Kniewärmern. Ja, ich kenne ja nicht einen Film auf der Welt, aber. Das ist eine Serie, Magnum. Ich kenne eigentlich kaum Serien und Filme leider. Oder zum Glück, liegt vielleicht daran, dass Fernsehen in meiner Zeit. Kindheit relativ rausgestrichen war. was wir dazu sagen würden, also ich würde jetzt mal sagen, zum Angucken wäre es sicherlich nicht so schlecht, oder? Also für mich zumindest. Ja. Ja, also sollen sie machen. Ja, okay, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, wenn wir Mini spielen, dann müssen die anderen aber auch oben ohne spielen, also die Männer. Also die Männer müssen jetzt für mich, nur weil ich halt in der Bikinihose dastehe, müssen die jetzt auch nicht in so einem Brazilian-Slip da durch die Gegend huschen. Die sollen da ruhig schon spielen können. Also fair wäre halt einfach schöner Stil.
Ja. Schön wäre halt einfach, wenn halt einfach jeder so spielen dürfte, wie er ist. Also ist ja auch die Möglichkeit uns da, dass wir es halt so, dass wir so spielen, dass wir so spielen dürfen, wie wir eigentlich wollen. Also wir könnten auch als Frauen eine Shorts tragen, ne? Aber macht halt keiner, weil es halt einfach erstmal dann sieht halt kacke aus. Und zweitens mit den kurzen Oberteilen und einer Shorts, eine Frau sieht halt einfach meistens nie geschickt drin aus. So. Das sieht auch immer blöd aus, ja. So, haben wir es eigentlich, also Wir haben die Top 100 jetzt, die großen 100 haben wir jetzt zusammengetragen, finde ich. Das waren nicht mehr 5, das waren schon mehr. Also es gibt auf jeden Fall Dinge, die nerven. Ja. Das können wir sagen. Aber im Großen und Ganzen sind, also ich weiß auch nicht, ob wir beide da so die Richtigen für sind, weil wir dann irgendwie doch eher relativ genügsam sind oder ich als frühere Spielervertreterin, du als aktuelle, eher so die sind, die da Lösungen suchen und sagen, komm, das ist doch alles irgendwie nicht so schlimm und kriegen wir schon hin und ja. Deshalb warst du auch Spielervertreterin und ich bin die aktuelle, weil es uns einfach, wir versuchen, neutralen Blick auf die ganze Sache zu kriegen. So, ich muss sagen, eine Frage sehe ich hier noch, die finde ich sehr berechtigt. Ja. Wann bekommt Isabel einen eigenen Instagram-Account? Ach so, ja. Der Name steht schon, sage ich dazu nur. Der Name steht schon lange. Ja, hat sie? Von uns irgendwie. Ja, aber sie, ich glaube, ihre Instagram-Aktivität befindet sich eher auf Binex Schneider. Und da mein privater Account ja auch nicht wirklich aktiv ist, ist das eher so unser Account. Okay, ihr teilt euch den so fair rein, ne? Weil ich habe auch überlegt, wenn ich Binex Schneider schreibe, weiß ich nicht so richtig, wer mir dann antwortet von euch beiden. Das ist wahrscheinlich abwechselnd. Spannend, ne? Ja. Ganz aufregend. Man darf halt auch nicht über den anderen schimpfen. Ganz klar. Ja, da lässt dann würde ich nie machen. Das kriegt der andere mit. Da muss er einen Weg suchen. So. Ich bin wieder mit den Fragen. Bin ich jetzt erstmal durch. Wenn der Chat kann, er halt nochmal Fragen reinhauen. Ich würde kurz eine kleine Werbung reinblenden. Dann würde ich eine Pause reindonnern. Und dann würden wir weitermachen mit dem kleinen Spiel, was ich hier noch habe. Ja? Jo, ich sehe gerade, wir sind ja auch schon ganz schön lange dabei. Ja, ja, eben. Also ich binde dich vielleicht noch mal so 20 Minuten, solange hast du hoffentlich. Klar. Okay, ich versuche mich jetzt mal hier an der Werbung. Vielleicht auch nicht, ansonsten übergebe ich den Chat. So. Umläuft. Weg. Okay. Brücke der Zeit. Ich habe jetzt so ein paar Sachen vorbereitet, so habe ich jetzt auch noch nicht geguckt. Ich bin wieder da. Du bist wieder da? Ich habe die nämlich noch ausgeblendet. Also jetzt geht's los. Ich zeig das mal in die Kamera noch groß, kurz während ich groß bin. Das ist hier Carla. Carla, das ist halt so ein Quartettspiel, was wir halt oft bekommen haben, 2019. Daten passiert, was sozusagen, die kommen direkt auswertet. Da läuft nichts, süß. Genau, ist die Werbung, kommt nicht. Na gut, dann also, habt ihr die ganze Zeit auch geguckt. Hab ich so getan, als wenn es. Bei mir hat es angezeigt, Werbung. Naja. Doch, ich habe keine Werbung gesehen. Hast du Werbung gesehen? Es liegt halt daran, dass die Leute, die halt hier schon abonniert haben, die sehen die natürlich. Da möchte ich auch kurz noch mal kurz vorweg, bevor wir jetzt das Spiel starten, schönen Dank für alle, die jetzt hier schon abonniert haben. Waren wieder ein ganzes Paar dabei. Ich freue mich. Großartig. Jeder Cent ist ein Schritt in Richtung neuen Rechner und besseren Bildqualität.
So, Dori. Und jetzt habe ich hier vorbereitet, wie gesagt, das Quartett. Du kennst es ja auch. Ich weiß nicht, ob du es noch hast. Oder ob du schon, ob du jetzt gerade nicht weißt, wo es liegt. Aber bei mir liegt es im Schrank. Ich glaube, ich weiß einfach gerade nicht ganz genau, wo es liegt. Ja, okay. So ist es gut. Weil ich muss sagen, ich vermisse die Beachvolleyball-Familie so sehr. Ich spiele eigentlich die ganze Zeit damit. Okay. Ja, genau. Die sind schon ganz abgenutzt. Warte, hier kommen noch ein paar Fragen. Ja. Kommt also. Romy, Volley, Romy, ob ein Partnerwechsel für dich in Frage kommt, das hatten wir eigentlich schon geklärt. Du musst aufpassen. Kriege ich bestimmt wieder Ärger über Instagram. Ja, ich glaube, ich schon sehr klar zu positioniert. Das ist ganz klar. Nee, nichts großartig. Im Hotelzimmer Papierkorb liegt deins noch. Dein Quartett, genau. Ich habe jetzt so ein paar Konstellationen rausgesucht und du musst jetzt. Ich werde dir jetzt bei dem Quartett immer sozusagen sagen, um was es geht. Also es geht hier in diesem Quartett, gibt es halt immer maximale Abschlagshöhe, maximale Blockhöhe, maximale Aufschlagsgeschwindigkeit, Anzahl Blocks im Spiel, Anzahl Abwehrbälle pro Spiel, Anzahl Asse pro Spiel, Angriffspunkte pro Spiel und Sideout-Quote. Und jetzt habe ich mir immer so einen Punkt rausgesucht und du musst jetzt überlegen, Wie? Noch nicht einmal in dieses Quartett geguckt, wenn ich jetzt ganz offen bin, weil ich teilweise die Werte sowas von bescheuert fand. Ja, korrekt. Aber für dieses Spiel also jetzt... Also was heißt bescheuert? Sie sind halt einfach nicht so wirklich aussagekräftig, weil es kommt halt immer drauf an... Aber für ein Spiel auf jeden Fall. Ja, eben. Also es kommt halt wirklich drauf an, wie viele Spiele du auf dem Center Court hattest und dort getrackt wurden. Also es heißt halt sozusagen, ich glaube... schöner Gruß geht raus an Antonia Stautz. Ich glaube, Toni hatte hier mal eine 90-prozentige, ich such's dann gleich mal zum Ende, 90-prozentige Sideout-Quote, weil sie halt einfach nur ein Spiel auf dem Center Court hatte und glaube drei Bälle gekriegt hat. Geil. Und davon zwei gemacht hat oder 66-prozentig oder sowas, also utopisch hohe Zahl. Und davon halt, wie gesagt, zwei von drei Bällen gemacht hat und deshalb einfach eine riesen Sideout-Quote. Genau, jetzt habe ich hier rausgesucht, Laura Ludwig und Carla Borger im Vergleich. Kannst du in die Kamera halten, dann sieht man es halt ganz klein. Hui! Und dort geht es jetzt darum, wer, denkst du, hat im Spiel mehr Abwehrbälle? Also die Anzahl der Abwehrbälle pro Spiel. Wer ist da besser? Also Laura Ludwig, eben bekannt als oder gehandelt als die beste Abwehrspielerin Deutschlands. Und Carla, die ich jetzt so dahinter setzen würde. Ich glaube, Platz 2. 2019 war sie sogar Ranglisten Platz 1 und Laura und Maggie waren Ranglisten Platz 3. Wer hat pro Spiel mehr Abwehrbälle? Ich wollte noch mal kurz fragen, von wann ist das Kartenspiel? 2019 habe ich. Letztes Jahr gab es ja keins. 2019. Also es ist sozusagen das Aktuelle. Es gab ja für 22. Und keins. Das ist nur von Timmendorf? Nee, von der Saison. Ist es nur von Timmendorf? Es ist von der ganzen Saison. Ich bin ja so ein kleiner Statistiker. Deswegen sage ich, dass es Carla ist. Weil die haben in dem Jahr noch in Münster auch gespielt und da auch sehr viele Spiele auf dem Center Court abgerissen. Mhm. Und sind deutscher Meister geworden in Timmendorf. Deswegen glaube ich, dass Carla da sehr viel eingesammelt hat. Haben sie beide wirklich? Also das klingt jetzt wenig, aber ich finde, die Anzahl ist wirklich hoch. Carla hat 5,4 Abwehrbälle pro Spiel gemacht, aber eben drum, weil Laura halt nur, ich glaube, ein Turnier oder sowas vorher mitgespielt hat oder sowas, ich glaube auch Münster, hat Laura 5,73, also 0,33 Abwehrbälle mehr pro Spiel. Oh. Ja, aber ich finde 5 ist auch echt viel. Es ging um den Schnitt, okay, ich dachte, es ging um insgesamt. Nee, genau, also geht um, ist wirklich viel. Geht um den Schnitt, also pro Spiel, wie man so durchschnittlich hat. Das Ding ist, also Laura hat da in dem Sinne gewonnen. Ja. Aber also man muss halt bei dieser Comdirect-Sache muss man halt auch nochmal berücksichtigen, dass Abwehrbälle... Nicht verloren. Stich kriegt sozusagen Laura. Aber sie muss halt, man muss halt berücksichtigen, dass Abwehrbälle, habe ich mir erklären lassen, sind nur diese Bälle, wovon man aus einem, okay, aus einer Standposition in den Sprint reingeht. Also wenn du sozusagen, also du weißt ja selbst, wie oft ein Abwehrspieler wirklich vorher steht, bevor er halt losläuft, sondern er hat halt immer so eine Tendenz, dass er halt irgendwie schon losgaloppiert
und dann halt losrennt. Also sozusagen die Abwehrbälle werden nicht gezählt. Weil, ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, was bei den anderen so steht. Aber potenziell ist ein Abwehrspieler immer in Bewegung. Also dieses aus dem 0 km/h-Situation hast du so selten. Naja. Aber machen wir noch einen zweiten Test. Wer würde den Stich kriegen? Sideout-Quote? Carla oder Laura? Sideout-Quote. Ja, Chat, was denkt ihr? Ich glaube, Chat hängt ein bisschen hinterher. Würde ich sagen. Tippe ich auch auf Carla. Bisschen die gleiche Argumentation wie vorher. Ja, also bei Carla ist es wirklich, da hat sie 51% und Laura ist bei 57%. Also ist schon, also beides eine gute Oh, ist aber nicht viel Unterschied. Nee. 4%. Aber hat mich jetzt auch so überrascht. Also Carla ist auch eine sehr gute Sideout-Spielerin. Aber ist auf jeden Fall eine gute Quote, wollte ich noch sagen. Ja, bei beiden. Beiden gut. Ja. Nächstes Duell habe ich mir den guten Sven Winter ausgesucht und lass ihn duellieren gegen den Clemens Wickler. Ja? Und dort gehe ich jetzt... Eieiei. Unsere zwei Sterne am deutschen Abwehrhimmel. Jugend voran. Und dort gehe ich jetzt auf die maximale Abschlaghöhe. Was denkst du, wer ist höher? Weiß ich natürlich die Körpergröße nicht. Also das habe ich jetzt nicht recherchiert von beiden. Aber ich glaube, es müsste noch halbwegs gleich groß sein, glaube ich. Würde ich sagen Clemens. Clemens? Ah, maximal. Maximale Abschlaghöhe. Also ich muss sagen, dass Clemens es sehr, sehr konstant schafft, sich gut zum Ball zu positionieren. Da bin ich ein bisschen neidisch. Wobei, Sven ist echt, den unterschätze ich immer, der ist echt nicht klein und der kann an sich, der ist ja so schnellkräftig, ich finde, der hat einen sehr schnellen Arm. Ja, Ronny schreibt hier gerade, 1,97 ist Sven und 1,90 ist Clemens. Also 7 cm kleiner. Ja. Oder 5 cm. Aber habt ihr mal Clemens gesehen? Der kraut sich mit den Armen, mit den Händen in der Kniekehle. Also ich würde tippen, Reichweite ist ungefähr die gleiche, Reichhöhe. Ja. Das ist so schwer. Okay, ich muss mich entscheiden. Ja, wer macht den Stich? Ich setze auf Clemens. Sagst Clemens? Clemens hat eine maximale Abschlaghöhe von angeblich 3,26 Meter. Und Sven hat angeblich eine maximale Abschlaghöhe von 3,36 Meter. Also 10 cm Unterschied. Also angeblich ist es 10 cm höher. Nun weiß man halt nicht, ob dieser Chip einfach irgendwie das anders gemessen hat, der da am Rücken war. Müsste man jetzt nochmal, also ich fordere hiermit auf, falls das jemand an Drops fordert. Ich fordere einen Videobeweis. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich fordere hiermit sozusagen eine offizielle Videobestätigung, dass Sven höher ist als Clemens. Deshalb, also wenn das jemand weiterleiten kann an die beiden Jungs, haut rein. Ich will hier offiziell den Beweis haben. Aber maximal, ja. Also was mich aber auch noch interessant fand, ist bei beiden, wo ich auch hätte jetzt nicht von Anfang an gewusst, ist maximale Aufschlaggeschwindigkeit. Denkst du, die in dem Jahr abgerissen haben? Also wenn man die Aufschläge von Clemens im Finale gegen Molsorum mit reinnehmen, dann gewinnt er auf jeden Fall Clemens. Ich glaube, ich habe Sven gar nicht so viel Topspin aufschlagen sehen, oder? Na, wenn er mal einen rauskechelt, dann... Gute Frage. Also ich glaube, da ist schon Clemens. In der Konstanz auf jeden Fall Clemens. Ja, hast du recht. Also Clemens ist mit 100 km/h, also 100,83 km/h vorne und Sven zieht dann, also hat in dem Jahr maximal auf dem Center Court 94,21. Und da zählt halt, bei den Statistiken zählt halt auch, also bei Clemens zählt Clemens halt auch... Clemens hat schon eine Peitsche, ey. Ja, eben. Da stehen auch die Major-Statistiken mit rein. Also bei diesen Quad. Haben sie mit aufgenommen, weil es ja in Hamburg war. Ah ja. Nächstes Duell.
aus gegebenen Anlass und gegebenen Mutmaßungen habe ich Kim Behrens gegen Chantal Laboureur antreten lassen. Mandy, du bist wirklich auch für jeden Witz zu haben, ey. Geil. Und möchte dort sozusagen einmal von dir wissen wollen, wer macht denn in der Sideout-Quote den Stich? Kim Behrens und Chantal. Ja. Ja, auch gerade als Luder bezeichnet. Im Jahr 2019, ja. Ja, im 19, ja. Ja, ich sehe das auch gerade. Ich denke, dass es dort Kim den Stich macht, weil sie auch mehr gespielt haben auf der deutschen Tour. Mhm. Und also, ich weiß, dass ich habe tatsächlich von Chantal ein, zwei Spiele in Timmendorf gesehen, wo die Sideout-Quote nicht so hoch war. Ja. Deswegen glaube ich da, Kim. Ja, aber es ist ein wirklich knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Also Chantal hat eine Sideout-Quote von 47%, glatt angeblich, und Kim hat 48%. Also ist wirklich... Ja, ganz klar. Ganz, ganz klar die Entscheidung jetzt. aber ich überlege gerade, also was man hier, also was ein krasser Unterschied ist, aber ich glaube, das liegt halt daran, weil ich glaube, hat in dem Jahr 2019, ja doch, hat sie mit Sinja noch gespielt, die Abwehrbälle pro Spiel, da hat Chantal angeblich 7 pro Spiel, was unfassbar krass ist. Also entweder steht Chantal immer wirklich auf 0, bevor sie losrennt, weil Kim hat da nur 1,5. Aber das liegt halt auch daran, dass sie abgewechselt haben mit Blocken. Ansonsten... Aufschlag ist halt Kim Maschine, ne? Also da würde ich jetzt fast mal, kleines Battle dazwischen schieben. Da würde ich Kim mal gegen Carla antreten lassen im Aufschlagduell. Und was denkst du, wer hat härter aufgeschlagen? Ja, 2019. Carla hätte ich gesagt. Nee, Kim, tatsächlich. Mit 85,03 km/h. Sag mal, wie viel? 85. Ja, richtig krass. Respekt. Richtig, richtig einen rausgekurbelt. Und Carla hat einen gucken lassen mit 83,7. Ja. Okay. Auch also, soll ich mal aus Flachs, warte mal, ich mal kurz Anna Behlen raus. Ich weiß nicht, wer 2019, aber insgesamt hatte es einen Aufschlag hatte. Ich glaube, es war Kim, wurde prämiert. Jetzt will ich aber gar nichts. Warte mal, ich suche mal kurz Anna. Weil Anna. Ja, also 85 km/h, eine Frau im Topspin, den muss ich schon toll treffen. Also. Ja, nee, also Anna hat anscheinend in dem Jahr nicht so dolle gemacht. Er hat nur 79,71, okay. Also es gibt eine Frau, die das Ding schlagen kann. Ja. Und das ist aktuell vielleicht nicht, aber vor 3-4 Jahren war das auf jeden Fall Kira, wenn sie das Ding getroffen hat. Ich weiß noch, in irgendeinem Jahr, ich glaube 2013, da hat die im Finale Katrin so ein Ding auf die Brust gesetzt. das war 2012, genau, im Finale. Ja. Alter Schwede. Ja. Also, ja. Also Kira. Und ich lese gerade im Chat, Duda, berechtigter Einwand, die kann auch ordentlich den Rett darüber schieben. Das stimmt. Hat 91 bei der WM gemacht. Du, da stimmt. Das war krass. Aber wie hat Kira mit guter Schulter und Schuss, da willst du nicht im Weg stehen. So, auch aus gegebenen Anlass habe ich jetzt nochmal Paul Becker mit Simon Kulzer verglichen. Oder ins Duell geschickt. Und da kannst du mir auch nochmal die, also wer macht den Stich bei der Sideout-Quote? Oh, würde ich sagen, macht Paul. Also bitte, weil Paul Becker, Schröder waren ja schon irgendwie so eher das Sideout-Team, hätte ich gesagt. Ja. Also Simon hat 42% Sideout-Quote. Ich glaube, die beiden haben in dem Jahr auch nicht so viel auf dem Center Court gespielt, aber und Paul hat für jedes Spiel auf dem Center Court gemacht und hat dort 49. Da halt wirklich mit 7%
Oh, das ist stark. Bei der hohen Datenflut. Mhm. Ja, eben. Also das ist eine gute Quote. Und das wurde ja auch also wurde mal pari-pari gespielt, glaube ich, aber mehr über Paul. Also ist das schon so, Sideout-Quote heißt ja wirklich das erste Sideout direkt auf den Boden machen. Das ist ja Sideout-Quote. Das ist schon, wenn du 50% direkt einkechelst, ist schon eine gute Sache. Hat jemand spät eingeschaltet? Wo kommen die Statistiken her? Die kommen, ich halte sie noch mal in die Kamera. Steffen Bernd Bruns hier, das sind die guten, kommen direkt Quartettkarten. Die hochwertigen, würde ich jetzt fast sagen, aber die, von der Machart sind sie sehr gut. Vom Karton. Nächstes Duell. Unsere 2019 waren sie Ranglistenplatz 1 und Ranglistenplatz 3. Julia Sude und Margarete Korsuch. Und da möchte ich von dir. Wer macht im Spiel, also Durchschnitt pro Spiel, mehr Blocks? Juli. Ja? Ja, also würde ich relativ. Ja. Also. Relativ schnell sagen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe bei den deutschen Meisterschaften 2019 auch relativ viel reingeschlagen in den Block. Also ich habe was getan für die Quote. Deswegen kann ich da. Ja. Ja, okay. Also bist du quasi, kann ich dich hier lobend erwähnen bei dem ganzen Set. Ja, okay. ich habe irgendwas geschrieben. Juli hat pro Spiel angeblich 3,13 Block. Also 3,13 Blocks pro Spiel. Also finde ich 3 bis 4 Blocks wirklich im Spiel ist schon, also pro Spiel ist schon wirklich viel. Ja, hast du vielleicht wirklich dein Übriges getan, Tori, dabei? Ja, Killblocks, ne? Ja, Killblocks halt, ne? Eben. Ja. Okay. Und Maggie hat 2. Ich hatte die 4 auf jeden Fall. Allein. Und Maggie hat 2,45 Blocks pro Spiel. Ja. Also das ist ja wirklich 0,5 mal 6 fast. Weniger. Fast. Locker. 0,7. Geht. Finde ich krass. Also natürlich ist Maggie ist in Abschlaghöhe und in Blockhöhe ist er halt einfach viel größer. Das liegt aber einfach darin, dass sie für den Kopf größer ist. Um es noch weiter auszuwerten. Große Hände, lange Arme. Ja, Juli hat halt aber dafür mehr Dunst im Aufschlag. Und eine bessere Sideout-Quote. Oh. Maggie schlägt so im Durchschnitt mit 70 km/h auf und Juli mit 76. So, jetzt habe ich es halt, ich weiß nicht, ob du meinen Post gesehen hast. Juli hat ja auch einen guten Topspin. Ja, eben. Wenn sie mal, wenn sie auch richtig trifft, ist auch richtig gut. Ich weiß nicht, ob du meinen Instagram-Post gesehen hast heute noch. Hast du wahrscheinlich nicht mehr geschafft, ne? Reinzugucken. Weil ich halte den jetzt. Nee, ich habe ein Zeitlimit bei Instagram. Ich bin dann. Ich halte das jetzt hier mal zu und ich habe den ja gesetzt von wegen Nils Ehlers. Guckst du gleichzeitig Stream noch? Dann kommt das in ein paar Sekunden, kommt das dann halt später. Aber ich muss sagen, ich habe mir schwer getan, Nils zu erkennen. Bei der ganzen Sache. Also. Sieht für mich so ein bisschen wie der Philipp aus. Ach du Scheiße, echt, ja? Ja. Ja, gut. Ist da wahrscheinlich daneben gerutscht, dann habe ich halt nochmal Philipps Karte rausgesucht, in der Hoffnung, dass da Nils drauf ist, aber das ist nicht so. Also hier ist, Philipp ist hier einfach mit einem gelben Shirt drauf und in meinem anderen mit schwarzen. Also, super. Das ist auch schön. Hat gut funktioniert. In der Hoffnung, der große Blonde fällt irgendwie nicht wo durch, oder nee, was? Nee, ach, das, alles eh eine Matsche. Entschuldigung, Jungs. Bin ich. Und da will ich jetzt mal von dir wissen, was denkst du denn, wer hat die. Also wer ist höher im Block? Nils, der schon wirklich sehr groß ist, Julius, der auch riesengroß ist. Und wer hat eine größere maximale Blockhöhe? Das ist eine ganz knappe Sache. Also da habe ich mir schon den engsten Wert draus. Also Nils und wen? Philipp jetzt, oder was? Julius Tole. Ach so. Oh, also ich weiß,
Das, sag ich mal, bei uns im Kraftraum gemessen, ja. Nils am höchsten ist. So. Also der kommt bei uns an die Decke, wenn er springt. Kann ich jetzt nicht sagen, inwiefern das kommt direkt auch belegen kann. Deswegen setze ich aber aufgrund von erhöhter, validierter Datensammlung, ja. dass an sich eigentlich da Nils höher sein müsste. Also Julius hat eine maximale Blockhöhe von 3,32 Meter. Das ist hier, also so hoch sind meine Zimmerwände nicht. Und Nils hat eine Blockhöhe von 3,33 Meter, also exakt 1 Zentimeter höher als Julius. Ich schreibe jemand, Nils in Hamburg angeblich 3,40 Meter Blockhöhe. Naja, also es sind halt die Kommendirektzahlen. So na, genau Abschlaghöhe würde ich sagen. Also das, ja, mit dem 3,40 Meter. Ja, das stimmt. Also Nils hat da Abschlaghöhe 3,42 Meter und Julius haben maximal Abschlaghöhe von 3,40 Meter. Ja. Dafür ist ja, halt, gut. Julius hat halt... Nicht so viel Unterschied. Ja. Ja, also die ähneln sich in den Werten aber auch relativ deutlich, also doll. Also dafür hat, also das wäre eine, ja. wär eine interessante Karte mal, so, um das wirklich jetzt mal so gegeneinander spielen zu lassen. Also in maximale Aufschlaggeschwindigkeit gewinnt ganz knapp Nils. Mit 98,63 und Julius hat da nur 98,15. Anzahl Blocks macht 0,8 Julius mehr, angeblich. Abwehrbälle, ist auch interessant. Hat Julius mehr? Also Julius Tode im Aufschlag 98,15. Kann natürlich auch wieder durcheinander gerutscht sein, weil also ist ja auch schon mal passiert. Es ist ja auch schon mal irgendwie... Nichts gegen Julius Aufschlag, aber er ist ja eher der taktische. Ja, ja. Wie gesagt, die Werte sind halt so ein bisschen... Also es gibt auch mit diesem schnellsten Aufschlag, das ist eh immer ein bisschen schwierig. Da habe ich meine eigene Erfahrung auch schon gesammelt mal in einem Sommer, wo man lange nicht wusste, wer nun wirklich den schnellsten Aufschlag hatte. Das war auch eine Geschichte. Ich kann aber nicht so richtig erzählen, glaube ich. Letztendlich dachten mittlerweile 3 Leute, dass sie den schnellsten Aufschlag hatten und keiner wusste es mehr so richtig, weil irgendwann scheint die Tabelle versagt. War eine interessante Sache. So, und unser letztes Duell, natürlich Victoria Biene gegen Melanie Garnert. Und da würde ich 2 Sachen nehmen, die ich gegeneinander... Das ist natürlich totaler Quatsch. Weiß ja jeder, du bist Boxspieler, ich bin Abwehrspieler, aber genau das möchte ich jetzt mal gegeneinander vergleichen, weil das ist einfach, muss so ein Humbug sein, dadurch diese Statistiken. Dadurch belege ich quasi den Quatsch jetzt einfach nochmal. Zuerst gehen wir mal. Was denkst du denn, wer die höhere maximale Blockhöhe hat? Angeblich. Von uns beiden. Die sollte ich haben, aber wenn du schon so ankündigst, hast du sie vielleicht. Ohne Scheiß. Du hast eine maximale Blockhöhe von 2,73 Meter angeblich nur, was ich übrigens nicht glaube. Ich glaube, dass du höher bist. Also 2019. Ich bin nochmal extrem jetzt... da was verändert hast an der Technik. Und ich habe angeblich bei meinem einen Block, den ich da wahrscheinlich irgendwann mal gemacht habe, aus Scheiß, habe ich angeblich eine maximale Blockhöhe von 2,76 Meter. 3 Zentimeter höher, was halt einfach Quatsch sein muss. Ich weiß allerdings, dass ich irgendwann auch mal woanders eine Blockhöhe wurde mir 2018 von, weiß ich noch, da war nach dem Spiel nämlich 2,95 Meter, habe ich gesagt, ja, bei aller Liebe, also traue mir auch wirklich unglaublich viel zu, aber das ist auch nicht drin. Also die Variante ist auf jeden Fall 2,95 ist auch groß. Geil. Tuck schreibt, da hat Melli auf Tatis Rücken geklebt, das auf jeden Fall. Also Tati springt alleine mit mir hinten Huckepack noch so hoch, das gebe ich auf jeden Fall mit. Und dein zweites... Ja, gut, sie kann wirklich sehr gut springen. Ja, der Tati war krass. Als er noch 2 fette Knie hatte. Und jetzt, zweite Duell ist Anzahl Abwehrbälle pro Spiel. Was denkst du, wer macht da den Stich? Ich glaube, ich habe 2019 nicht einmal in der Abwehr gestanden. Musst du. Du musst sogar anscheinend öfter in der Abwehr gestanden haben. Aber vielleicht, vielleicht gilt er ja auch, wenn ich mich irgendwie gelöst habe vom Netz und für einen kurzen Ball abdrücke oder so. Oder wenn ich aus der Landung mich umdrehe und einen kurzen Poke hinter mir hole. Also habe ich das gewonnen vielleicht. Ja, hast du tatsächlich.
Ich weiß nicht, wie genau das zählt. Also Abwehrbälle ist wirklich, wenn man aus dem Stillstand in den Sprint geht, das ist für die ein Abwehrball. Also so ein Poki hinterm Block ist eigentlich nicht ein Abwehrball. Also, und du hast okay. Durchschnittlich 4 pro Spiel. Und ich habe 2,69 pro Spiel. Wo ich damals wirklich drauf geguckt habe und dachte ja, so. Ja, ich denke, also ich schlage halt auch Laura damit, ne? Ja, also warte mal, guck mal. Also. Nee, Laura hast du nicht. Laura hat 5. Doch, das war 3 irgendwas eben. Nee, 5,73. Okay. Aber ich habe halt, hab halt auch drauf geguckt. Ja, und dachte, doch, also ich glaube, auf die Statistik können wir uns verlassen. Ist auf alle Fälle wirklich wahrheitsgemäß. Auf jeden Fall. Ja, also ich habe damals wieder drauf geguckt und dachte mir so, ich kann doch nicht sein, dass ich mich 2 bis 3 Mal bewege im Spiel, aber anscheinend. Faule Sau. Ich glaube, du antizipierst einfach so gut und stehst schon da. Stehst dann einfach, kannst dich schon da früher hinschleichen. Ja. So, das war's. Übrigens, Sideout-Quote haben wir beide 38%, also da sind wir, also sind wirklich pari-pari. Ich will jetzt nicht so unbedingt für unsere Sideout-Quote, aber. Wir werden einfach so wenig angespielt, naja. Tori. Wir können uns nicht beweisen. Wir haben ja, und dann machen wir noch nicht mal, oder was? Na, du weißt doch, wie die Taktik ist. Du lebst sie doch. Immer die ganze Zeit nicht auf mich spielen und die letzten Bälle auf mich drauf. In der Hoffnung, dass die Garnet endlich mal das Ding verbaggert in die Walachei. Ja? Ganz oft schon vorgekommen, das Ding. Mit den Toblerone-Armen. Ja, eben, mit den scheiß Toblerone-Armen. Ne? So, das war's. Das, was ich rausgesucht habe. Jetzt ist es auch schon fast 9:30 und du hast wahrscheinlich nicht gegessen und nicht geduscht. Ja. Doch, geduscht habe ich schon. Deswegen sind meine Haare inzwischen auch getrocknet, ja. Während dieser netten Unterhaltung. Ja, ich fand's auch sehr nett. Jetzt hat jeder. Also geduscht habe ich noch. Ich hoffe, es haben auch alle positiv wahrgenommen, dass ich gut rieche. Gruß und der Nett ist auch schon mittlerweile rausgekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich guck mal, also wir gucken mal, ob im Chat jetzt noch in der nächsten Minute noch was kommt, das noch eine wichtige Frage ist. Ansonsten bedanke ich mich schon mal auf jeden Fall bei dir ganz herzlich, dass du dir dafür Zeit genommen hast. Und du hast natürlich auch noch das Wort. Hast du irgendwelche Fragen an mich oder an den Chat oder was auch immer? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Was möchte ich denn loswerden? Also auf jeden Fall möchte ich gerne, dass alle fleißig so weiter am Beachvolleyball dranbleiben. Und den verfolgen, supporten und in jeglicher Hinsicht fördern, weil das ist super wichtig, dass das irgendwie hier gemeinsam gefördert wird und nicht so viele Kämpfe ausgetragen werden, möglichst, sondern es einfach um das übergeordnete Ziel geht, diesen geilen Sport noch mehr nach vorne zu bringen. Also, das stimmt. Und so alte Hasen wie Melli und mich zu fördern. Ganz richtig, komplett, gehe ich oder schreibe ich so mit. Ja, auch noch mal ein bisschen aufs Tableau. Mit 24 und 28. Eben, also wir sind in der Blüte unseres Lebens. Weißt du, also wir sind noch hier in den 20ern. Da kann das noch wirklich gut, da kann noch was werden. Genau. Ja. Melis TV. Ja, ansonsten. Ich bedanke mich. Das wäre es, glaube ich, mehr hätte ich jetzt philosophisch nicht mehr beizutragen. Für die wichtigen Sachen bin ich ja auch quasi, für wichtige und intelligente Sprüche bin ich auch eigentlich immer mit. Ne? Mit irgendwelchen Kack, den ich dir da immer vorbete. Das stimmt. Ja. Ich glaube, das nächste Mal bereite ich mich mal besser vor und werde nochmal so meine Top 3 Sprüche. Darf ich einen Top-Spruch von dir einmal erwähnen im Training? Hau rein. Da hast du irgendwie keinen guten anderen Tag. Und hat es wirklich Toblerone-Arme, also Toblerone-Arme für alle, ihr kennt eine Toblerone, lasst mal einen Ball auf die Kante einer Toblerone springen. Und dann stellt sich Melli auf einmal so hin und guckt uns so an und sagt so, hey Leute, hat jemand meine Annahme gesehen? Ich glaube echt, die ist ohne mich nackt joggen gegangen. Ja. Dass du dir sowas auch immer merkst, was bei mir für ein Quatsch rauskommt. Wie du da gestanden hast und die Vorstellung, dass also es war ein Highlight einfach. Die Enttäuschung in deinem Gesicht war gut. Ja. Ach, das ist, also wir müssen mal, dann machen wir mal Notizen. Du merkst ja wirklich sowas. Ja, auf Lebenszeit.
Ja, das nächste Mal werde ich hier gerade angeprangert, ich soll nicht parallel zu Drops 4 streamen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich mich auch immer ein bisschen an meinen Interviewpartnern orientieren muss. Und Tori hatte heute halt die beste Zeit. Ja. Ich glaube, es sind trotzdem ein paar Zuschauer dabei gekommen. Und wie gesagt, das Ganze kann... Aber guter Hinweis. Ja, aber es ist ein guter Hinweis. Nächstes Mal werde ich mich darüber informieren. Und das Ganze ist ja auch noch on demand, jetzt sozusagen auf der Twitch-Plattform. Also wir können alle reingucken. Ist ja nicht weg. Imitiert euch mal gegenseitig. Ich kann nicht so oft, ich habe nicht so lange Haare, dass ich an Toris, sozusagen Toris Standard-Move machen kann. Wenn wir die Haare fummeln. Brauche ich eine Mütze. Da brauchst du ein Cappy, was falsch rum auf ist. Das stimmt. Für mich, Melli. Das stimmt. Nee, super. Aber vielen lieben Dank, dass ihr so lange Zeit genommen habt. Es war mir ein Fest, es war schön. Haben wir mal ein bisschen gequatscht hier. Ganz mir auch. Und wenn du willst, gerne wieder, wenn du mal wieder Zeit hast. Nehmen wir mal die aktuellen Themen wieder auf und. Ja. Wird sich mal. Das stimmt. Machen wir fest und flauschig ein bisschen Konkurrenz. Ja, eben. Ganz eben. Es braucht mehr Frauen, auf, die irgendwelche Rollen übernehmen. Deshalb. Stimmt. Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank. Alright. Ja, lass dir gut gehen. Sag, gerne. Sag schön Gruß an alle. Schönen Abend noch. Ja. Und wir so hören auch. Uns dann bald. Dann. Jo. Dann würde ich sagen, bis dann. Ciao. So, das war die gute Tori. Schön, dass doch noch so war dabei gewesen. Dafür war es. Lief. Vielen, vielen Dank, dass ihr. Da werde ich meine. Hab's vor. Okay, war schön. Wie gesagt, Ding hier. Ich werde mal gucken. Ich weiß nicht, ob es geleckt hat. Oder wieder. Geht halt. Ich so noch. Ein Icepacks unter dem Rechner. Ich spare halt Rechner, dass ich hätte halt, wie gesagt, schon Bock, dass ich halt viele Spaß halt auch unterbringen kann. Quartett sind oder so. Da schon ein paar Ideen gucken in meinem Kopf rum. Lassen sich aber leider aufgrund der Technik. Aber schauen wir. So. Sagt's den Leuten weiter. Gerne Abo. Kommt alles euch zu. Wenn ihr möchtet. Quartett war eine super Idee. Wenn ihr da nochmal Bock habt, werde ich nochmal ein paar andere Duelle raussuchen. Vielleicht auch nochmal aus 2018. Mal die Werte vergleichen. Wer da ein besseres Jahr hatte und ein schlechteres. Wenn ihr, wie gesagt, wieder Ideen habt, guckt mir das in Discord. Oder wenn ihr Wünsche habt, seid in verschiedenen Personen. Wir werden hoffen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Zum nächsten. Immer diese Woche wird es noch irgendwann ein Mittagsstündchen gehen. Und lasst euch gut. Bleibt schön gesund. Also, holt euch nicht. Ciao. Oh.